there's a lot of air Sony das was what, what, what? Nintendo don't. So würde wahrscheinlich ein Werbeslogan heißen, wenn wir 30 Jahre in der Vergangenheit sitzen würde. Äh, manchmal fühle ich mich auch so, als wenn wir 30 Jahre in der Vergangenheit sitzen würden. So jung und frisch wie wir alle noch ausschauen und uns anhören. Äh, damit ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge Pixel Shit mit meinen liebreizenden Gästen Chrisco und Martin. Hallo, hallo. Hi. Hallo, hallo. Schön wieder hier zu sein. Ja, als wenn es gestern gewesen wäre. <laughs> äh, tatsächlich ähm, ich weiß gar nicht, wann ist denn eigentlich das jetzt mal. Ich habe es schon äh, auf der auf der Gamezone. Ja, stimmt, genau, ich hatte mit mit, äh, mit Crisco zusammen oder Crisco mit uns mit Ma Vanessa und ähm, hatten wir auf der Gamezone über alte Spiele aus unserer Vergangenheit gesprochen. Sind ja auch schon wat älter, ne. Ja, genau. <laughs> wir werden ich hoffentlich mal, noch mal einiges älter. <laughs> ja, ähm, die Ereignisse haben sich überschlagen innerhalb der letzten Wochen und Monate und wir wollten uns hier einmal zusammenfinden, um über den Status Quo zu reden. Der Videospielbranche, ähm, aber ähm, effektiv auch um ein... Ja, ein gewisses Ding. Und zwar, ja, es ist halt ein Begriff, das ähm, schon seit, seit Jahren, Jahrzehnten ähm, soweit durch die Gänge flutet. Der sogenannte Konsolenkrieg. Ob der äh, effektiv wirklich so ähm, existiert oder existiert hast, hat, das äh, werden wir soweit diskutieren. Ähm, auch wo der, wo der Begriff insofern herkommt und ähm, warum das Ganze wahrscheinlich auch eher Albert ist, äh, sagen wir mal so. Ähm, habt ihr denn, äh, ich meine, wo wir jetzt gerade vorhin noch schon mal beim Thema waren, wir sind alt, wir sind älter äh, geworden, wir sind, äh, viele von uns sind in den 90ern als Kind groß geworden und haben da auch schon Videospiele kon konsumiert, äh, Videospielmagazine, Fernsehen geschaut und da war die Werbung, was also seitens Konsolenherstellern noch ein bisschen anders als heutzutage. Man könnte vielleicht sagen, ein bisschen verspielter. Frecher als heutzutage? Etwas, was heutzutage so gar nicht mehr passieren würde? Gibt es denn etwas, wo ihr noch irgendwie, ähm, ja, was euch in Erinnerung geblieben ist von, von damals, wo ihr irgendwie was nah wahrgenommen habt, dass irgendeiner der Konsolenhersteller zum Beispiel irgendeine Werbung geschaltet hat? Oder ist das euch komplett an euch vorbeigegangen? Ich war gar nicht so in diesem Werbungsgame drin. Also, ich glaube, das Prominente ist, aber das ist ja eigentlich, obwohl das doch, das ist auch schon wieder so lange her. Ähm, als die PlayStation 4 erschienen ist, ähm, da gab es ja eigentlich diesen äh, riesen Beef, weil X, äh, Microsoft gesagt hat, hier, wir machen jetzt hier mit, unsere Konsole muss immer online sein und Gebrauchtspielemarkt gibt's gibt es nicht mehr. Man kann seine Spiele nicht mehr verkaufen. Und hatte äh, Sony ja diesen Clip, ich glaube, der ging nur 10 Sekunden oder so, äh, Anleitung wie man auf der PlayStation 4 zukünftig so Spiele teilt. Und dann ist da einfach der eine Dude, der sagt so, ähm, oder der sagt gar nichts, der gibt dem anderen nur so die, so, die Spielebox und der andere Dankeschön. Und dann, das war's. Und dieser Clip ging so viral, weil die in diesen zehn ja. Sekunden einfach komplett diese ganze Microsoft-Präsentation auseinandergenommen haben. Und das war, ja. glaube ich, so das Prominenteste, was, was ich überhaupt kenne, aber so die ganze Werbung von früher, ähm, Teilweise, was auch so vor meiner Zeit war, so mit äh, Sega und Nintendo, was sie da damals gemacht haben, das ist gar nicht so präsent bei mir. Ja, ja das, das, was Chrisco sagt, ja, das ist absolut, das ist auch das, was mir als erstes äh, im Kopf geblieben ist, wo es ja auch um die ja, Xbox One ging seinerzeit, ja, mit, hey, ne, und vor allem auch vorher, man hat einfach jede Sch Kunst oder jede Stunde, Chance genutzt, Kunst der Stunde genutzt, einfach, ähm, den anderen, also die andere Firma oder die andere Konsole schlecht zu machen oder auch fertig zu machen. Wenn man man hat drauf gelächzt, dass irgendwas geleakt wird oder irgendwas gesagt wird, was komisch klingt, was die Masse vielleicht nicht haben will und darauf wird rumgeritten. Zum Beispiel auch diese ganze TV-Funktionalität, als Microsoft gesagt hatte, wir haben hier so eine Art Multimedia-Konsole, oh, da kam halt Zone wieder vor the Players. Bei uns ist hier eine Performance im Vordergrund und Gaming. Ja, mittlerweile kannst du auf dem Ding aber auch Videofilme gucken und streamen und hast du nicht gehört. In dem Moment wollten das die Gamer aber nicht haben, weil Microsoft hat gedacht, wir nehmen jetzt so eine Konsole und machen da so, eine, so, einen, so einen Mittelpunkt draus, ja. Und das kam so fast von gar nicht an und das war in dem gleichen Zuge dessen mit der mit der DRM-Geschichte. Deswegen, das passt so ganz gut. Die haben wirklich echt, das, echt, das ist so krass gewesen. Ich ähm, habe halt auch der Balmer, der Wahnsinnige, der ist ja auf der Bühne rumgerannt und keine Ahnung, was er nicht mal früher war mit der Xbox, mit der ersten Xbox, glaube ich. Ähm, das war doch wo mal der, mit The Rock und so. Äh, ja, obwohl er ja gar dazu. nicht. Weil er noch gar nicht so gut, gar nicht so richtig dran geglaubt hatte. Ich meine, Balmer war ja der, der das Budget auch freigegeben hat und am Motto wollen wir jetzt wirklich eine Konsole haben. Ach komm, macht einfach, ne? Und aber äh, ja, aber Ende des Tages war eine gute Idee. Aber ich glaube, dieser, dieser Konsolenkrieg, solche Sachen wie damals, hey, ich meine, so dieses PS-Fanboy, Xbox-Fanboy, das kommt ja nicht von irgendwo her, ne? Also das ist, glaube ich, einfach auch so historisch so. <laughs> Ja, ähm, die Videospiel-Community, die ist halt sehr emotional, könnte man sagen. Ähm, und ähm, natürlich sind auch die entsprechenden Konsolenhersteller in gewisser Art und Weise schuld an der Geschichte, weil sie das natürlich auch in, in gewisser Art und Weise angeheizt haben. Ähm, und äh, daher auch äh, anfänglich ähm, insofern. Also in den 90ern war das ja gerade so vor allem sehr präsent durch Nintendo und Sega, die sich halt wirklich einen erbitterten Kampf insofern um die Konsolenkrone gegeben haben, äh, allem voran dem dem SNES und dem Gen Genesis und da gab es dann halt auch wirklich ähm, Werbeanzeigen sowohl im, im Fernsehen als auch in, in Printmagazinen, ähm, wo es dann auch ähm, so hieß wie ähm, also seitens Sega Genesis does what Nintendo don't also als Wors Wortspiel dahingegen, ähm, ich glaube das würde niemand heutzutage noch in der Form ähm, in, in der Form äh, diesbezüglich noch ähm, so machen was, was, das, was das anbelangt. Und äh, ob, ob Sega natürlich was geholfen hat, anscheinend nicht, weil ähm, wir wissen ja, Sega, Sega selbst ähm, hat, macht keine Konsolen mehr. Ist halt schon kurz bevor die Xbox geschadet ist, ähm, in den, ähm, ja, aus dem Markt insofern ähm, ausgestiegen. Äh, Und ja, ähm, es, es, ist, es ist natürlich ähm, so, dass jeder, und ich würde jetzt mal insofern sagen, wir, wir sind ja auch alle selbstpersönlich halt ein bisschen Erwachsener geworden, ne? in gewisser Art und Weise zumindest. Ja. Mittlerweile, früher habe ich hat man halt auch mal gesagt, komm, ich bin bei der Plattform geblieben. Mittlerweile ist, so, ist es auch mittlerweile, ja, ist so, wir wollen ja auch Spiele woanders spielen, ne? Und ich bin da auch offener. Am Ende des Tages. Es gibt zwar immer noch eine Plattform oder eine Konsole, wo man am meisten unterwegs ist, aber naja, mittlerweile, früher habe ich das auch so gesehen mit diesen Verfechter von einer Seite sein und so. Ja, das, das stimmt. Also ich meine, ich glaube, das trifft wahrscheinlich auf uns alle jetzt aktuell soweit zu. Ich meine, wir, wir nutzen halt alle Plattformen und ähm, ähm, damals war es natürlich halt so ein bisschen anders und da auch gerade so in der Schulzeit. Da war es dann halt auch so, dass man halt unter sich auch so ein bisschen sich, ähm, ja, den anderen soweit fertig machen wollte, ne? Und so sagt ja, ich habe jetzt hier keine Ahnung, ich habe jetzt hier eine PlayStation, äh, du bist mit deiner Xbox da unterwegs. Äh, <laughs> äh, geh nicht mal Wir mal können stücken. ja dann nicht mehr zusammenspielen, ne? Richtig. So, ja. ja, ja, ja. Ich fand ja. das aber mit, mit PlayStation, Xbox gar nicht so krass. Ich, also ich finde am heftigsten war das halt immer so diese. PlayStation Kids versus Nintendo Kids. Und dann hieß es immer Nintendo, äh, voll Kinderkonsole, du mit dem Mario und alles. Und dann hieß es andersrum, ja, aber das sind voll die <laughs> coolen Spiele. Und da kann man so ein bisschen zusammenzocken, hier Mario Kart und alles. Ja, voll Kinderkram und alles. Äh, das, das war immer so die Schulhofdiskussion. Xbox war irgendwie so, es gab immer so einen Exoten, der hatte eine Xbox. Ähm, war dann irgendwie so, ja gut, den gibt es halt auch. Später mit der 360 war es dann ja anders, weil die hatten gefühlt irgendwie fast alle. Aber so mit der ersten Xbox, also ich, ich hatte nur einen auf der ganzen Schule gefühlt. <laughs> ja, ja, gut, das, das stimmt. Das war ja noch recht, recht neu. Das hat sich auch ähm, gefühlt eigentlich so ein bisschen geswitcht. Ähm, du hast schon recht, dass das halt damals halt mehr so Sony Nintendo gewesen ist. Und äh, es auch ein bisschen gedauert hat, bis äh, Xbox da irgendwie namhaft überhaupt irgendwie in Erwähnung gezogen wurde. Ähm, mittlerweile, ich würde mal sagen, das ist halt genau, wo du auch angesprochen hast, der Punkt so 2013 mit der Ankündigung der Xbox One, wo sich das Ganze so ein bisschen verzogen hat, ähm, was jetzt den obligatorischen Konsolenkrieg anbelangt. Ähm, weil Nintendo halt auch seitdem, die machen halt ihr eigenes Ding und damit fahren sie auch insofern äh, gut, zumindest seit der Nintendo äh, Switch. Und äh, die sind ja so ein bisschen außen vor. Also ich. Gefühlt nehme ich jetzt so etwas zumindest jetzt nicht mehr wahr. Gut, wäre natürlich auch grundsätzlich vielleicht mal interessant, so in, in den Kopf von heutigen Kindern zu gehen oder wie da so die, die Diskussion oder ähm, die Konversationen stattfinden. Ob sowas auch. Das geht ein wir sind natürlich in unserer Bubble und das geht an uns natürlich so ein bisschen vorbei. Ähm, das, was ähm, ich jetzt zum Beispiel halt wahrnehme, ist natürlich dann primär das, was in Social Media stattfindet. Das ist so ein bisschen. Die Geschichte, die vorher früher auf dem Schulhof war, nur dass es heutzutage halt auch Erwachsene sind, äh, die halt solche Kommentare und Sprüche loslassen oder dann halt gegen eine andere Plattform wetten und äh, versuchen halt mit allen Mitteln irgendetwas niederzumachen zu oder schlecht zu reden. Egal, was es äh, diesbezüglich ist. Und wenn sie dann halt irgendwann falsch liegen, dann wird es schilfschweigen, werden dann halt Posts gelöscht, etc. pp. Also okay. es ist gefühlt eigentlich mehr kindergarten geworden seitens der Erwachsenen oder sind nicht erwachsen geworden ich, das ist auch also ich kann jetzt nicht für jeden oder für alle sprechen aber ich kenne einige ja so sieben bis zehnjährige aus meinem Umfeld Bekanntenkreis Familienkreis und Tatsächlich ist es auch Kreis. einiges davon. <laughs> ja, Kreis. Einiges, einiges ist es davon. Äh, einiges ist auch ähm, kommt auch ein bisschen, wie da wieder Eltern so drauf waren. Ne? Also wenn man sich trifft und so und man ist ja jetzt so, wir kennen uns ja auch von früher. Und das sind ja auch die Kinder von den Freunden, ne? Na, so ja, du, du die, die Xbox und wenn man sich dann so ein bisschen basht ne? Und der, der Kurze oder die Kurze kriegt das dann mit, dann ist das schon so ein bisschen so, ja, wie wie bringt der Papa das drüber? Aber von vielen ist es tatsächlich gar kein Thema, weil es gibt einfach auch viele, die nicht spielen, muss man auch so sagen. Und wenn, dann ist denen das also auch völlig egal. Die freuen sich dann, dass sie heute mal was auf der Konsole gespielt haben, dann freuen sich, dass sie mal was auf der anderen Konsole gespielt haben. Und da kam noch nie so, hey, wir können das ja mal zusammenspielen. Also irgendwie, weiß ich nicht. So ein bisschen, ich glaube, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Maßgebliche, was ich jetzt sage, aber es ist ja durchwachsen. Manche spielen auch gerne für sich und manche spielen halt online. Also dieses ständige Zusammenspielen und so, das gibt es eigentlich, glaube ich, bei wenigen, muss ich sagen. Kommt natürlich auf den Alters, also auf die, auf die Alters, äh, den Altersdurchschnitt an. Ja, ähm, es ist natürlich auch so, dass heutzutage noch hinzukommt, dass man jetzt auch diese, diese Thematik mit, äh, ja, man kann nicht zusammenspielen, ist ja heutzutage auch ja. mittlerweile durch Crossplay und so weiter nicht mehr so gang und gäbe. Das heißt, effektiv ist es natürlich auch fast äh, egal, wer welche Konsole hat, aufgrund dessen, weil man miteinander spielen kann und sage ich mal, die großen die großen Titel wie, wie Minecraft ähm, oder Fortnite und so weiter, da muss man jetzt nicht eine bestimmte Konsole besitzen. Man kann halt äh, sowohl auf der Switch, auf der PlayStation 5 oder der, der Xbox Series, äh, kann man es spielen und merkt gegebenenfalls auch noch niemals mal, dass man halt mit, mit Personen spielt, die auf anderen. Ähm, wobei ich es natürlich nicht weiß, ob ähm, es gibt ja manche Spiele, die zeigen ja an, von wo du kommst, äh, ob es dann halt wirklich so Bashing gibt. Ich bin jetzt nicht so in der Online-Welt unterwegs, aber wenn sie dann sehen, ah, okay, da ist jetzt einer auf der Xbox, äh, den machen wir jetzt besonders fertig. Ähm, da, da gibt es glaube ich ja. nochmal ganz anderes äh, Bashing ja. was äh ähm, ich, ich höre auch gerade oder ich lese gerade einen interessanten Aspekt, das ist auch schon, ein bisschen, auch schon ein bisschen länger aufgefallen in dem Chat wurde gerade gesagt, Dankeschön übrigens äh, auch dass ihr hier seid ähm, dass auch Malan-Partys echt wenig geworden sind und dass, es, dass da kaum noch einer drüber spricht. Wir haben ja früher auch unsere Rechner immer von A nach B geschleppt, meistens auch schon an Freitagabend losgelegt bis Sonntag. Und dass es heutzutage oder schon länger gar keiner mehr macht, diese Idee zu haben, meine Sachen abzubauen, diesen Flair zu haben. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Und dieses Crossplay-Thema, was du gerade gesagt hattest, ähm, ich habe auch das Gefühl, also Bashing habe ich noch nicht gehört. Höchstens. Das muss man auch so sagen, wenn es um Shooter geht und jemand spielt am PC mit seiner Maus und Tastatur. Dass dann immer sich doch Leute ein bisschen unfair behandelt fühlen, die auch vom Controller kommen, weil dann doch diejenigen mit der Maus und Tastatur einfach schneller sein muss. Weiß ich nicht, also ich würde das würde es auch unterschreiben eigentlich, aber ich kenne auch Leute, die sehr gut und Christian, du bist auch einer, ich habe ja, du kennst ja noch früher meine Titans Force Sessions. Ich bin einfach am Controller nicht so schnell mit Maus und Tastatur. Du hingegen bist aber schon gut gewesen. Aber das, das liegt ist doch an deinem Alter, schwierig. nicht an deinen Fähigkeiten. Ja, ja, das sowieso. Aber ja, gut. Ich bin auch einer, ja, der immer noch LAN-Partys fährt. Zwar nicht mehr so oft, zwei, dreimal im Jahr, aber ich fahre auch noch zu LAN-Partys. <laughs> ja, also es ist ja gut. Also gut, es ist ja auch mit mittlerweile, zumindest glaube ich, die meisten Spiele bieten ja auch an, dass du sagen kannst: Okay, ich schalte Crossplay aus, wenn es nicht möchte. Ich glaube, standmäßig ist es an. Das heißt, ähm, somit dürfte sich niemand benachteiligt führen, der halt. Ähm, ja ein schlechtes Gefühl dabei hat aber es ist ja auch lustig eigentlich wo jetzt gerade das Thema LAN Party angesprochen wurde dass das ja eigentlich etwas ist was ja jetzt langsam wieder kommt nach und nach also immer mehr Events die halt auf LAN sich auf LAN Events fokussieren jetzt die Gamescom LAN oder halt die Dreamhack die jetzt auch schon länger gewesen war, die Kaktus etc also das das lebt ja wieder so ein bisschen Ihr lebt seinen neuen frischen Frühling was das am Wobei ich glaube, teilweise ist es auch gar nicht mehr unbedingt so, dass es halt primär darum zocken geht, sondern halt um das Zusammensein, ähm, dieses äh, Socializing, ähm, was man ja sonst auch auf der Gamescom immer hat. Ne? Da, da kommt man ja auch oft wenig zum Zocken, aber da geht es ja auch vor allem darum, dass man halt so diese, diese Verbundenheit, äh, das Zusammensein dann. Ähm, dies, ja, dies das ist hat. ja. Jeder ist doch eher, wir spielen ein bisschen und dann. Ey, es gibt noch die anderen Sachen, technischen Sachen. Internet geht nicht, äh, was, was ich was oder so. Aber ähm, da ist man wirklich in diesem, zum Beispiel bei so einem Wochenende, ist man wirklich eigentlich für sich so da. Es geht eigentlich um nichts anderes. Man spielt, man redet, man hat zwischenmenschliche Sachen, man tauscht auch irgendwelche Sachen untereinander aus oder so. Und ansonsten, das hast du irgendwie so in den zwischen nicht. Da spielt jeder vier, fünf Stunden für sich und dann ist zu und dann sieht man sich vielleicht am nächsten Tag oder auch nicht. Das ist so, also kann man nicht vergleichen die beiden Sachen auf jeden Fall finde ich. Deswegen das Flair ist äh, schon geschlagen, also was da eingeht. Und ich finde schade, dass es so in die, in die Ecke geht immer mehr in dieses schnell spontan, ich aber eben 30 Minuten kommen, Lass uns noch mal kurz was spielen und dann bist du wieder weg. Aber Crossplay finde ich grundsätzlich gut, weil früher war das echt ein großes Problem für Leute. Die halt gerne, oder wo halt, ich war ja selber davon betroffen, würde gerne mit jemandem zusammenspielen, aber der eine hat nur das, der andere hat nur die Playstation, der andere hat nur eine Sega, der andere hat einen PC, der andere hat ein bisschen besseren Gaming-PC. Ja, aber du kannst, du hast nicht den Nenner gefunden und auch nicht, die Eltern waren noch nicht bereit, jede Plattform zu kaufen. Ne? Also. <laughs> Böse Meine Eltern. Meine nicht. Zumindest. <laughs> ja, ja, ähm, das, das, das stimmt. Ja, es ist halt ähm, natürlich dieses. Ähm, ich glaube halt auch, dass viele dieser, dieser Kämpfe, die halt ausgetragen werden bezüglich Konsolen oder ausgetragen worden sind oder teilweise immer noch ausgetragen werden, dass das halt auch oft Personen sind. Ich meine, durch das Internet ist das natürlich halt alles viel einfacher geworden. Dass, dass man sich halt einfach anonym, relativ anonym über Sachen beschweren kann oder irgendeine bestimmte Position einnehmen, um dann halt darauf zu warten, dass jetzt irgendetwas von einer anderen Plattformen es ist natürlich immer schwierig, auch das ähm, das große Ganze zu sehen, wenn man so in seiner Bubble unterwegs ist, aber ähm, es ist ja über die Jahre hinweg halt offenbar oft das gewesen, gerade auch in, in Sachen Xbox und, äh, also Xbox gegen äh, gegen Playstation, ähm, dass ja, bei, bei vielen Dingen, die jetzt seitens Xbox angekündigt worden sind oder passiert sind etc., dass da sehr, sehr viel drauf ähm, rumgeritten wurde und das halt alles relativ negativ äh, ähm, soweit verpackt wurde von anderen Personen. Ähm, aber ich glaube, dass sich das so langsam auch ein wenig verziehen wird. Ähm, da kommen wir natürlich dann auch so weit, ähm, langsam auch auf den, den, den Punkt hin, wie sich das halt auch alles so in der Zukunft entwickeln wird. Wir haben in den letzten Jahren halt auch schon so ein bisschen gesehen, dass ähm, gerade Microsoft natürlich eine andere Strategie fährt, ähm, da es jetzt nicht mehr primär darum geht und natürlich noch in gewisser Art und Weise notgedrungen, muss man natürlich auch sagen, weil sie halt gemerkt haben, okay, was Verkaufszahlen dahingehend anbelangt, können wir halt nicht mit Sony äh, mithalten. Da werden wir auf lange Sicht äh, nicht mehr Konsolen äh, verkaufen, wie es jetzt früher ist. Also der Zug ist ähm, abgefahren. Ich glaube, Phil Spencer hatte, glaube ich, auch schon mal in einem Interview gesagt, dass äh, sie die wichtigste Generation vermasselt haben, weil das, sage ich mal, mit der Xbox One, der PlayStation 4 gewesen ist, dass es da angefangen hat, dass sich Leute halt ihre digitale Bibliothek äh, nach und nach aufgebaut haben. Und ähm, da ist es natürlich schwierig. Ähm, Jemand, der, ähm, sage ich jetzt mal, mit, mit seit 2013 mit der PlayStation 4 oder da umgeswitcht ist, den nach der PlayStation 4-Generation jetzt hier auf die, auf die Xbox Series insofern zu bringen, wenn da schon Hunderte, Tausende Euro in eine digitale Bibliothek geflossen sind, was noch zusätzlich zu dem Freundeskreis dafür sorgt, dass, ähm, ja, dass das Wechseln, zumindest als Primärplattform, eher. Ähm, Eher weniger ähm, dahingegen stattfindet. Auf welchen Punkt wollte ich jetzt nochmal mal genau hinaus? <lacht> <lacht> weiß nicht genau? Vielleicht, dass Don Metric Kacke war, aber gut, egal, weiß ich nicht. Ja gut, das ist äh, das ja. ist eh klar. Ähm, wir fragen uns alle sowieso, Klasse was er eigentlich Punkt. aktuell macht äh, nach singa. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, ich habe mal vor einer gewissen Zeit, habe ich glaube ich mal nach ihm gegoogelt und nicht wirklich was gefunden, glaube ich. Müsste ich nochmal, müsste ich noch, mal, müsste ich noch mal im Nachgang irgendwie mal schauen. Ähm, würde mich mal interessieren. Ähm, auch was Jimmy bald macht. Aber. Ich glaube, Jimbo, das, das weiß noch niemand, oder? Nee. nee. Also, nee, ich nee. kann mir auch vorstellen, dass der einfach gar nichts der macht. Der ist bei der high and Fire Corporation angestellt jetzt. <laughs> Nein, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber Videospiele sehe ich ihn nicht mehr. Keine Ahnung, was er macht. Ich glaube, der nimmt dir erstmal eine Auszeit. Ich glaube, das jetzt ist ihm auch kackegal, wo. Also, du kannst ja, ja irgendwo hinsetzen. Ja. Weil. <laughs> Mit Videospielen hat er eigentlich nicht viel am Hut. Es geht da halt ums Business bei dem. Nein, ja, ist, ja. ist doch glaube ich ja. vor ein paar Tagen. Ich weiß nicht mehr in welcher Reihenfolge, aber da hat, da gab es doch irgendwie seine, er hat da irgendwie seine, seine Top 5 Playstation-Spiele, glaube ich, bekannt gegeben oder so ne? Wer Ryan? Ja. Ja, da. da <laughs> ähm, ich hält so die Controller und denkst du, er hat ein Top 5 spieler Ich glaube nicht, ja. Also, <lacht> <lacht> ja. <lacht> Er hat seinen Sohn spielen lassen. <laughs> Aha, wahrscheinlich. Oh Gott, ey. Ja, also für alle, die nicht wahre. wissen, wer Jim Ryan ist, das ist der, der aktuelle, ähm, wie ist seine Super neue Mario. Bezeichnung? Super, Mario? Super Mario von Sony, ja. <lacht> <lacht> in Blau. Ja, und, äh, da steht dann halt, da äh, hat er halt quasi die, so die, die, die Mario-Cap auf in Blau, äh, allerdings mit einem J dann vorne drauf. Das ist ähm, Echt, Jim Nocchio. Jim Nokio, Jimbo wie man ihn auch nennen möchte. Ähm, aber gut, jetzt, jetzt gehen wir so langsam ins Bashing auf. <laughs> also nicht ah, ja, das ins Konsolenkriegen, jetzt ja. bashen wir halt andere CEOs, aber er hat es verdient. Ähm, da gibt es noch andere schmuddelige Themen, ähm, die man, also man könnte einen ganzen Podcast, Podcast glaube ich, sehen <laughs> ja. Genau. Jetzt weiß ich aber wieder, auf was ich hinaus wollte, weil genau, der Wechsel der Strategie und dass wir halt uns immer weiter weg von einem Konsolenkrieg bewegen, zumindest dass auch vor allen Dingen auch die, die Unternehmen ähm, wie Sony und Microsoft äh, weniger ähm, ja, solche, solche Aktionen durchführen, ähm, dass man halt wirklich aktiv sagt, okay, äh, man möchte jetzt die andere, die andere Plattform ähm, schaden oder irgendwas äh, zufügen. Ähm, wie gesagt, Microsoft ähm, geht halt mehr jetzt in Richtung Game Pass und ähm, Leute halt in ihr, äh, ihr Abo-Modell so weit zu ziehen, ähm, was dann auf lange Sicht, ähm, weil man muss natürlich auch sagen, die Konsolen-Hardware selbst, daran verdient kein Hersteller Geld. Also, und wenn überhaupt, irgendwann relativ wenig. Damit, womit man Geld verdient, das ist halt Software und Zubehör. Und alles weitere, ähm, ja, ist halt mehr, mehr oder weniger ein äh, Verlustgeschäft. Und jetzt hatten wir natürlich den Fall vor einigen äh, Wochen, ähm, ja, teilweise schon Monate, ich glaube, das fing ja schon Anfang des Jahres an, wo so langsam. Ja, Data Mining, haifa Rush Update, ähm, da wurden entsprechende Grafiken gefunden für T-Shirts und ähm, wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass ähm, das Spiel dann auch für andere Plattformen kommt, äh, insofern Switch und ähm, Playstation 5. Und über die Wochen hinweg kam dann auch ähm, immer wieder auf, ja, okay, dann hieß es dann Pentiment und ah, Sea of Thieves äh, bringt Microsoft auch auf andere Plattformen und... Was war genau, Grounded und so weiter. Und dann wurde es halt auch alles relativ wild, ähm, was Spekulationen ähm, anbelangt. Ähm, das wurde natürlich auch sehr, sehr gerne genutzt, dann von ähm, einerseits von, von der Gegenpartei, von, äh, von, ich nenne sie mal, Sony-Fanboys, um dann halt da quasi ähm, die xbox plattform niederzumachen. Also ah, es ist halt ist alles vorbei. Irgendwann sch äh, schwappte das so weit über, wo die Gerüchte sehr, ich würde mal sagen, sehr unglaubwürdig oder sehr, ähm, ja, also, wo, wo es dann hieß, okay, man bezieht in Betracht, äh, Gears of War, Halo und so weiter ebenfalls auf eine andere Plattform zu bringen, äh, was dann halt selbst die, die Xbox-Community ähm, sehr aufgebracht hat, ähm, was Microsoft dazu veranschlagt hast, äh, ein entsprechendes Business-Update ähm, rauszubringen, was wohl irgendwie für später ähm, geplant war. Mittlerweile wissen wir, dass ähm, genannte of Thieves, Pentiment, ähm, Hyper Rush und Grounded äh, innerhalb der nächsten Wochen und Monate auch äh, für PlayStation 5 und Switch erscheinen. Also nicht alles für jede Plattform, aber für die anderen Plattformen. Und das zeigt ja auch eindeutig, wo wir uns eigentlich hinbewegen in der, in der, in der Zukunft. Das ist natürlich jetzt eher mal, erstmal nur so ein... So ein kleiner Anfang. Wir hatten in der Vergangenheit natürlich auch schon gesehen, dass Microsoft hat ja sowas wie Ori ähm, auch auf die Switch äh, nach einigen Jahren gepackt. Also es ist jetzt nicht grundsätzlich was Neues, dass sie halt in Anführungsstrichen kleinere Spiele, obwohl klein ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, aber ähm, auch auf andere Plattformen bringen. Ähm, wie seht ihr denn das Ganze? Also... Ähm, ist das ähm, etwas, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt schädlich für eine gewisse Plattform, dass jetzt ähm, andere Spiele auf eine Konkurrenzplattform ähm, so weit kommen? Oder wie habt ihr das Ganze wahrgenommen? Also in, dem, in den Fällen finde ich das eigentlich voll logisch, ähm, weil Sea of Thieves und Grounded gibt es jetzt ja schon ein paar Jahre ähm, und sind halt so Live-Service-Games. Und äh, ich glaube, die, also die sind ja sehr, sehr konstant in ihren Spielerzahlen. Ähm, da wirst du kein Wachstum mehr erreichen. Und deswegen macht das Sinn jetzt auch nach so längerer Zeit, äh, das für ähm, ja, Playstation, ja, vor allem Playstation rauszubringen. Und sowas wie Pentiment und Hi-Fi Rush, das sind halt so voll voll die Nintendo-Titel eigentlich. Ähm, die aber halt nur auf der Xbox existieren. Und ich glaube, das hat Phil, Phil Spencer eigentlich auch ähm, in diesem Business-Update ganz. Logisch erklärt, ähm, das sind keine Titel, mit denen du Konsolen verkaufst. Also du kannst jetzt nicht hingehen und sagen: Hey, wir haben jetzt Pentiment oder Hi-Fi Rush und dann sagen: Oh, kaufen wir uns. Also, ich finde, das sind <laughs> somit die geilsten Titel, die auch äh, in den letzten ein, zwei Jahren erschienen sind. Ich find, also, ich hatte mit so was, mit so, so Hi-Fi Rush, mehr Spaß als mit Spider-Man. Aber es hat halt gar nicht diesen, diesen Hype. Ähm, das ist halt. Das Problem, dass, dass du solche Titel dann auch, wenn du jetzt sagst, hey, lass mal sowas entwickeln, kannst du ja kaum rechtfertigen, weil du musst ja immer das nächste große Ding machen, weil Aktionäre, die finden das alle geil, ähm, musst ja große Gewinne machen, große Umsätze. Mit sowas machst du das halt nicht. Und deswegen macht es halt auch Sinn, ähm, das für eine, eine Switch oder PS5 noch mit rauszubringen und um dann am Ende sagen zu können: hey, ähm, wir haben dadurch unser Game halt refinanziert, weil es eine Zeit lang exklusiv für Xbox und wird halt so argumentiert, hey, äh, ihr könnt das natürlich äh, alles über den Game Pass zocken, so ist halt eine ne günstige Geschichte, für die anderen könnt ihr es aber noch kaufen und ich glaube gerade so, so ein Sea of Thieves wird nochmal so einen zweiten Frühling erleben äh, für PS5, so ein Hi-Fi Rush wird extrem erfolgreich sein auf der Switch, glaube ich, macht Sinn in den Fällen. Ähm, was, was jetzt tatsächlich auch nicht Sinn gemacht hätte, was sie dann ja auch dementiert haben, wäre jetzt irgendwie so ein Halo, Starfield und Indiana Jones, was ja auch kommt, ähm, da jetzt zu sagen, hey, das bringen wir jetzt auch für PS5 und so, weil das wäre halt irgendwie so, ja gut, dann hätte man sich ein eigenes Grab geschaufelt und ich glaube, das, das, das macht auch gar keinen Sinn, wenn du jetzt hier so Bethesda kaufst, du kaufst die Activision Blizzard und dann sagst du plötzlich, ja, das nutzen wir alles nicht. Ich glaube natürlich, ja. dass noch so ein Call of Duty nach wie vor für alle Plattformen kommt, weil das ist zu viel Geld, was sie damit scheffeln, dass du es halt auch auf PS5 bringst. Und die verdienen ja wirklich an jedem, jedem verkauften Spiel, an jedem Skin äh, und jedem Battle Pass, der darin auch wieder verkauft wird, äh, verdient Microsoft halt mit. Das ist halt eine Goldgrube. so dass, Das wäre dumm, das auszulassen. Deswegen äh, macht es schon Sinn. Ja, aber Aktionäre war übrigens ein sehr guter... <laughs> Trigger. Also gerade bei Sony hast du das Gefühl, irgendwann irgendwas gemacht wird, dann heißt es sofort: Oh, die Aktionäre. Deswegen auch Jim Bryan mit der anderen Nummer. Aber trotzdem, das ist bei Microsoft irgendwie zwar natürlich müssen die auch irgendwo schwarze Schalen schreiben. äh, Schwarze Schalen, <laughs> schwarze Schalen schreiben. <laughs> <laughs> ja, aber ähm, da ist es halt irgendwie noch ein bisschen gedeckelt durch auch andere Sachen, die die so machen. Ne? Also ich glaube, wir nicht. Wir können jetzt ja nicht äh, in die Wagenschale werfen, dass Sony auch gute Fernseher und äh, andere Maschinen verkauft, ja, um das damit zu decken. Microsoft hat einen großen, großen Vorteil, wenn es um die Cloud-Technologien geht ähm, und auch viel Geld im, im Portfolio. Aber ich glaube auch überleg mal diese Offenheit, zu sagen: Hey, wir nehmen jetzt unser Franchise, äh, wie zum Beispiel Halo, und würden das jetzt zwangsläufig auch mal oder auf naher Zukunft auch in einer anderen Plattform komplett unabhängig vom Game Pass PC äh, auf PlayStation oder so erlauben. Ja, das ist halt schon krass, wenn er exklusiv schon was anderes abgibt, dann, dann kommt, finde ich, oder wollte Christian, glaube ich, auch hin auf die Frage hin, äh, wo es jetzt hingeht, dass du irgendwann auch so einen großen Druck von der Community bekommst, dass du sagst, okay, äh, guck mal, jetzt, die haben nachgeliefert, wie sieht es denn mal aus, wenn ihr euren Kram auch mal langsam auf andere Plattformen bringt? Jetzt nicht nur Charted oder so, dass es mal auf dem PC gab oder so, sondern wirklich mal zukünftig, dass wir mal von, dass es eigentlich keine Rolle mehr spielt, auf welcher Plattform du unterwegs bist. So, das ist so, wo ich auch sage, da müssten wir eigentlich irgendwann hin. So. Ja, das, das wird in der Form aber nicht passieren. Also, ich meine, Microsoft macht das jetzt, also, es wird in Zukunft so sein. Ähm, das ist ja so die klare Vision, die sie ausgerufen haben. So, jede, jeder Bildschirm soll im Prinzip eine Xbox sein. Also, dass du jetzt ja, einfach ja. Äh, in Zukunft quasi, und das, das wird jetzt auch irgendwann 100% angekündigt werden, äh, dass du dir einfach so einen Xbox Streaming Stick holst, so ab in den Fernseher, nimmst Controller und zockst halt und äh, dann ne, zockst halt Game Pass und was sie jetzt ja auch angekündigt haben, was jetzt bald kommt, dass du jedes gekaufte Spiel ähm, auch streamen kannst. Ich, also es ist ja noch nicht bekannt, wann das jetzt genau kommt, aber ich glaube irgendwann dieses Jahr. Und das ist halt ein, ein smarter Move, dass egal wo du bist, äh, ob du jetzt beim Freunden bist oder einfach mal so im Wohnzimmer chillst, äh, du kannst halt jedes Spiel darüber streamen und auch was im Game Pass ist. So das, so das ist deren, deren Vision. So bei Sony, beziehungsweise äh, dazu noch, ähm, ob jetzt Microsoft Konsolen verkauft, ist eigentlich, ist eigentlich egal für dieses Unternehmen. Ähm, weil, wie gesagt, du verdienst Geld über Software. Ähm, Konso mit Konsolen verdienst du kein Geld. Ähm, und das ist halt deren, deren Vision. Aber selbst wenn das alles in die Hose geht, äh, lebt Microsoft auch gut weiter, weil dieser, dieser Gaming-Anteil ist bei Microsoft so ein, so ein kleines Ding. Bei Sony ist das anders. Äh, wenn bei Sony die Playstation-Sparte nicht läuft, kannst du den Laden dicht machen. Äh, weil die machen, glaube ich, ein, ein Drittel halt nur mit Playstation. Und da ist die Vision jetzt halt eine andere. Das hat ja jetzt der neue Interim-CEO gesagt. Und was Jim Ryan auch so, schon so eingeleitet hat. Ähm, nicht mehr diese großen Singleplayer- god of War so in der Masse. Dass wir, also, Deswegen wurden ja auch die Geschäftszahlen runterprognostiziert, weil die gesagt haben: Es kommt nichts. Es kommt nichts. So, das Einzige, was jetzt kommt äh, oder was wirklich in Entwicklung ist, sind die ganzen Live-Service-Games. Ähm, was ich persönlich nicht so geil finde. Äh, <laughs> das, äh, deswegen sehe ich mich auf der PlayStation zukünftig auch gar nicht mehr, wenn das jetzt so die neue Marschroute ist. Äh, und das andere große Thema, was sie ja gesagt haben, ist Marge. Marge, Marge, Marge. Und die sieht man halt auf dem PC. Deswegen, äh, das, das hat der interim CEO ja auch gesagt: so, äh, die Margen auf dem PC sind super geil. Äh, deswegen machen wir jetzt voll die aggressive PC-Strategie. Das wird darin münden, dass sie einfach jedes PS5-Spiel auch auf, auf dem PC bringen. So wie das jetzt bei Helda Vers 2 passiert ist. So, das wird äh, in Zukunft auch bei allen anderen Sachen passieren. Äh, weil sie gemerkt haben: hey, das ist nochmal so ein Riesenmarkt. Also im Prinzip das, was Microsoft jetzt auch die letzten Jahre eigentlich schon gemacht hat, wir bringen es halt auch alles für PC. Das, das werden die halt auch machen. Ähm, die Frage ist halt, wie gesund ist das für PlayStation? So, weil bei Microsoft ist es eigentlich egal. Die machen das eh schon mit dem PC. Ähm, das haben die die ganze Zeit so gemacht. Der PC-Markt gehört ja im Prinzip auch ihnen. Wenn du zocken willst, dann brauchst du halt Windows. Äh, das Klar, du kannst auch ein bisschen über Linux oder, oder äh, Mac zocken, aber willst du das? Nein, eigentlich nicht. Ähm, so, das, das gehört denen ja im Prinzip auch. So bei PlayStation, wenn jetzt plötzlich keiner mehr eine PlayStation kauft, weil ja, ich kann ja auch am PC zocken, ähm, weiß ich nicht, wie gesund das für die Plattform ist. Ähm, ob das so sicher ist für die Zukunft. Äh, dazu noch dieses ganze Live-Service-Ding, was sie fahren. Ähm, Ehrlich gesagt weiß ich nicht so richtig, wo sich PlayStation hin entwickelt. Die haben zwar geile Franchises, nutzen das jetzt aber irgendwie alles nicht so. Äh, weil, ne, wir brauchen ja Geld für die, also die Aktionäre wollen ja happy sein, so das machst du mit, mit Live-Service-Games, dass das jetzt nicht immer, nicht immer so gut klappt, äh, wie man zum Beispiel bei Skull Bones gesehen hat, jetzt bei Ubisoft, Riesentitel, zockt nur keiner. Ähm weiß ich nicht. Schwierig. Ja, Skull Bones ist ein besonderes Thema, ne? aber ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht, ja, in der Form. Also, ähm, wobei ich habe das Gefühl auch, dass, X, dass PlayStation halt immer noch einen Kopf hat, wenn wir, wir können die User nur anhand der verkauften Konsolen identifizieren und ich finde auch, die Denkweise ist auch nicht so richtig, also nur, was jetzt wenige Konsolen auf dem Markt abgeben, ich meine, auf der einen Seite warten ja alle sowieso auf die neuen Revisionen, also warum sollen sich jetzt noch viele eine alte Konsole holen, wenn die Sales die Sale oder die Angebote auch nicht so gut sind. Ähm, die gucken halt gar nicht mehr auf Anmeldungen oder Registrierungen, oder ob welche Nutzer online sind oder so, sondern die gucken einfach nur auf teilweise auf verkaufte Accounts oder neu angelegte Accounts und Konsolen und machen dann daran fest, wie erfolgreich sie sind. Ich finde, das ist halt auch ein bisschen ja, altbacken. Ne? Ich meine, ja, PlayStation-Spiele. Könnten sich auch verkaufen. Ne? Du kannst ja nicht bei Epic kaufen oder bei Steam. Du kannst ja, musst ja schon bei PSN holen. Und wenn dann dementsprechend die Preise okay sind, bei 79 Euro für ein Online-Spiel oder ein Cloud-Spiel, da würde ja auch jemand anders sagen, ja, dann warte ich mal auf einen Sale bei irgendeinem Partner meiner Wahl und gehe für 49 Euro mir mal die, die CD holen. Ne? Also, das ist halt auch so ein Thema. Ne? Also, müssen wir mal schauen, wie das hingeht. Aber, Plattformunabhängigkeit sehe ich schon, dass da immer noch, dass wir immer noch eine, eine Playstation haben mit ihren Franchises auf ihren Plattformen und dass wir immer noch Microsoft haben mit Franchises auf ihrem auf ihren, auf einer Plattform, meinetwegen auch PC oder anderen. Ich glaube, das werden, wir, das werden wir weiterhin haben. Also das würdest du ja alles in. Das ist so, als würdest du als würdest, als würde sich jeder Patente irgendwie zuschustern, weißt du? Da geht ja auch nicht. Ja, weil ich ja. das gerade äh, auch im Chat gelesen habe. Ähm ich lese jetzt einfach mal vorne, aber ähm, na, nach dem Halb der PS5 schaut es nicht so aus, als hätte Sony Probleme, oder? Jein. Ähm, also eigentlich haben die ja sehr gut PS5 verkauft und eigentlich sollten die keine Probleme haben, weil waren, war halt super erfolgreich. Ähm, haben aber trotzdem Probleme. Ähm, warum? Sony ist halt trotzdem nicht zufrieden. Also war halt irgendwie das stärkste Quartal mit PS5-Verkäufen. Aber es war halt nicht so viel, wie sie gedacht haben zu verkaufen. Also sie haben die Erwartungen, die eigene Erwartung nicht erfüllt. Sie dachten, sie sind noch erfolgreicher. Ja. Äh, nicht nur deswegen, ähm, aber auch weil eine, eine PlayStation VR 2 komplett unter den Erwartungen läuft ähm, und weil jetzt auch einfach die nächsten, in diesem Geschäftsjahr kein großes PlayStation 5-Spiel erscheint, also aus dem PlayStation Studios selber. Also, das heißt, bis März geht es ja, glaube ich, immer. Das heißt, bis März 2025 kommt ein äh, großes AAA PlayStation Studios-Spiel. Ähm, und aufgrund dessen mussten sie halt die Erwartung zurückschrauben. Das heißt, wieder schlechterer Aktienkurs. Äh, sie haben gesagt: Ja, werden doch nicht so viele PS5-Dinger verkaufen. Und was jetzt halt das ganz aktuelle Ding ist: äh, Sie haben neun, um die 900 Leute entlassen. Äh, dazu noch Landen Studios komplett dicht gemacht, ähm, ist ein altes PlayStation Studio, die man vielleicht noch am ehesten durch iToys und so kennt, also die haben den ganzen itoy Dinger gemacht und Singstar vor allem auch. Also war eigentlich mhm. mal mit so eins der wichtigsten Studios, wenn man mal so auf die PlayStation 2 Ära guckt, weil äh, nenn mir einen, der nicht iToys oder äh, Singstar gespielt hat. Jeder hat's gespielt. Ähm, ja, gerade so. weil es auch eine neue Technik war. da wollte man ja, ja unbedingt auch. Mal, ne? Also klar toll toi, geiles Nummer. <laughs> Meine deswegen, geile Zeit. Die, waren ja, die waren jetzt jüngst ja äh, eher dazu eingeteilt, hey, macht mal so VR-Kram. So, jetzt haben wir aber herausgefunden, ne, PlayStation VR 2 läuft ziemlich mies. Äh, dann sollten sie ein Live-Service-Game machen, was eigentlich gar nicht zu diesem Studio passt. Da hat man gesagt, nee, das canceln wir. Und dann hat man es halt dicht gemacht. So, äh, das ist komplett zu. Dazu noch äh, Entlassung bei Naughty Dog, also den Leuten, die Uncharted und Last of Us gemacht haben. Da war es ein bisschen absehbar, weil Naughty Dog hat ja sehr, sehr lange an dem Live-Service-Game zu Last of Us gearbeitet, was jetzt ja auch eingestellt wurde. So, da Leute weg und ähm, irgendwo wurden noch Leute entlassen. Auch noch ein großes äh, PlayStation-Studio. Also fast 900 oder um die 900 Leute einfach mal weg damit man am Ende sagen kann, hey, wir haben nicht so viel verkauft, wie wir eigentlich vorhatten, aber dann kicken wir Leute raus, damit halt die Gewinne doch wieder so sind, wie sie hätten sein sollen, damit man äh, vor den Aktionären sagen kann, oh, guck mal, wie toll wir sind. Oh, und die sagen, ja super, dann können wir uns ja wieder 600 Millionen Uni auszahlen. Das, das war das Studio, was den, was den äh, Horizon Zero Dawn VR-Titel, also Horizon VR-Titel rausgebracht hatte da. Äh, Landen Studios? Ich glaube, ja, 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 gut, ja, gut, die sind ja dann jetzt. Ja, beziehungsweise, echt. das war da auch dieses, war das nicht dieses neue Firefly-Studio da? Also, ich blicke da auch nicht mehr so ganz durch. Ähm, Sony hat ja auch in den letzten Jahren auch einige, auch kleinere Studios aufgekauft und ähm, ja, wie du schon sagst, also, sie haben halt jetzt schon gemerkt, dass gewisse Dinge halt so nicht funktionieren. Ähm, das erinnert mich auch so ein bisschen. Wir waren da, glaube ich, schon mal so an so einem Punkt gewesen, war das nicht, ein, wo, wo es mit Moba und so weiter losging oder Battle Royale, wo auf einmal jeder anfängt, dann äh, irgendwie in der Hinsicht irgendwelche Spiele zu entwickeln. Und dann werden doch irgendwie Projekte eingestellt oder werden vielleicht dann doch gelauncht, ähm, aber äh, ja, werden dann halt insofern nicht mehr supportet und so weiter. Ähm, da muss man halt sagen, da hat Sony halt eine ne falsche Strategie ange, beziehungsweise... Gefühlt, auch die letzten Jahre scheint Sony so ein bisschen irgendwie in allen Richtungen ihre Fühle ausgestreckt zu haben. Ne? Gerade auch die Geschichte mit PlayStation VR oder PlayStation Portal. Also, sie haben auch sehr, sehr viele Hardware-Geschichten einfach irgendwie alles irgendwie gefühlt rausgehauen. Ach ja, bringen wir mal das oder das. Was dann aber schlussendlich im Nachgang. Und ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt, wenn jetzt wirklich eine PlayStation 5 Pro Ende des Jahres erscheint. Also, der Sinn und Zweck des Ganzen. Und wenn bei Microsoft auch sowas bringt, gerade in dieser Generation, verstehe ich nicht. Ähm, und wenn Sie dann jetzt schon Probleme haben, sage ich mal, mit, mit den Verkaufszahlen äh, und dann eine teurere PlayStation 5 Pro rausholen, klar, Enthusiasten werden sich die holen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn Sie damit irgendwie ja, nennenswert mehr Verkaufszahlen insofern ähm, erreichen, wenn das halt Ihr, ihr, ihr Plan ist, gerade auch aus dem Aspekt, dass ja anscheinend jetzt in, in der nächsten... Monaten oder diesem Jahr kein großer First-Party-Titel äh, soweit noch ähm, erscheint, wo man das jetzt irgendwie noch mit ähm, äh, groß, groß äh, bewerben könnte. Da ist natürlich Microsoft ein bisschen im Vorteil, weil sie halt schon früher angefangen haben, dort äh, in einer anderen Richtung zu gehen oder sich was aufzubauen. Ähm, auch die Geschichte halt mit Dinge direkt auf dem PC, ähm, wo jetzt im Nachhinein. Nach und nach Sony merkt, okay, das war gar nicht so verkehrt oder da müssten wir uns jetzt auch äh, hin, hin, äh, eigentlich hinbewegen, weil da halt doch ziemlich viel Geld liegt, was sie gerne hätten. Ja, damit ist der PC ja eigentlich auch so ein bisschen der Gewinner der ganzen Geschichte. Ne? Also ja. Nintendo macht natürlich noch so das eigene Süppchen, aber so als PC-Gamer ist es ja eigentlich geil. So, du hattest jetzt nicht nur äh, die ganzen Spiele, die jetzt eh so über Steam und so erscheinen, äh, sondern nach und nach kamen jetzt so alle Xbox-Titel, ähm, auch für PC direkt, sprich Gears, Halo, Forza, äh, die ganzen Geschichten, ähm, Starfield äh, und was noch alles so kommt. Ähm, und jetzt kommt einfach auch noch Sony und sagt, ja, äh, scheint gut Geld zu machen, machen wir auch. Äh, das heißt, du hast im Prinzip mit dem PC, äh, ne, klar, so deine Steam-Bibliothek, Xbox. Und Playstation. Also sind es eigentlich die heimlichen Gewinner. Ja, also man kann wirklich sagen, wenn sich jemand jetzt aktuell die Frage stellt, okay, wo werde ich jetzt zukünftig, soll ich zukünftig zocken? auch äh, auf Sicht in die, in die Zukunft ähm, stimmt das natürlich schon, da ist man auf jeden Fall auf dem PC besser aufgehoben. Klar wird man jetzt äh, vielleicht nicht unbedingt wirklich jedes äh, Spiel da, ja, wobei, ja gut, also wenn es jetzt, also eigentlich wäre das beste Setup PC und Nintendo Switch oder Nintendo Switch 2 oder wie sie hat dann äh, die, die Nachfolgekonsole heißen wird, äh, dass man quasi alles äh, bekommt, ohne sich da irgendwie drei Konsolen in den äh, ins Wohnzimmer zu stecken. Äh, es sei denn, man möchte halt dieses Konsolenfeeling und äh, Plug-and-Play äh, primär. Aber ähm, ja, das wird ähm, so, äh, so gesehen, diese Exklusivgeschichte wird immer weniger relevant werden. Gerade auch der Aspekt, dass die Produktionskosten halt auch enorm, äh, enorm steigen. Ich glaube, in den Dokumenten, den geleakten Dokumenten von Insomniac, da war ja auch. Ähm, Oh, was war das mal für ein Betrag? Also das war ja enorm was für Spider-Man 2 äh, irgendwie an ähm, Produktionskosten. Waren das irgendwie 300 Millionen US-Dollar oder irgendwie so? Ähm, ja, es war ja, ja auch im Vorfeld schon äh, mit dieser ganzen äh, Microsoft kauft Activision-Geschichte, dass Sony ja auch, weil die ja so hinterher waren, das zu verhindern, kamen ja auch Dokumente dann ans Tageslicht, wo sie dann die ähm, Kosten offenbart haben, was so ein Horizon oder was so ein was 2 gekostet hat, was halt einfach mhm. mal so eine Viertelmilliarde kostet. Und äh, deswegen sind sie, glaube ich, auch so geil darauf, die Sachen auf PC zu bringen, weil das Geld musst du ja erstmal wieder einspielen. Das ist ja nicht wie, wie früher, dass du äh, 10 Millionen Spiele verkauft hast, hast aber vielleicht nur, äh, weiß ich nicht, 20, 30 Millionen dafür ausgegeben, das zu produzieren, jetzt immer so zu PS2-Zeiten. Jetzt entwickelst du sechs Jahre in so ein Ding, äh, kostet eine Viertelmilliarde, das musst du erstmal wieder reinholen. So und äh, über PC, das mit, mit, mit den Margen irgendwie, was sie da erklärt haben, das, das macht halt schon Sinn dann auch. Ja, ähm, definitiv. Also, äh, das, das ist natürlich, äh, und, und man kann ja auch, also primär sind, also. Wir hatten es ja so weit, dass die, die Spiele teurer geworden sind und sie können halt nicht äh, weiterhin für die, für die Zukunft äh, ihre Konsolenspiele weiter ähm, hochsetzen. Weil ich glaube, irgendwann ist ja der Punkt erreicht, dass du, dass die Leute nicht mehr bereit sind, ähm, was weiß ich, dann auf einmal 9, 90 Euro oder 100 Euro für ein Spiel ähm, auszugeben. Gerade wenn es dann vielleicht auch ein Titel ist, äh, was du jetzt nicht, äh, wo du jetzt nicht irgendwie hunderte von Stunden reinstecken kannst, weil es jetzt irgendwie. Zwar eine gute, aber vielleicht eine singleplayer kampagne hat, die jetzt nach 15 Stunden vorbei ist. Ähm, und äh, da macht es natürlich Sinn, sich dann quasi den etwas, den, den Mehrwert äh, sich soweit zu holen und auf den PC zu gehen, um da noch ein bisschen, ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass jetzt die Produktionskosten ähm, oder der Aufwand jetzt nicht so groß ist, sich die, die Dinge zu portieren. Gerade wenn man jetzt in der Zukunft sagt, okay, ähm, wir bringen die Day-to-Day -Day, äh, zu, zu, zum PC, ähm, was vielleicht jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei, zwei, drei Jahre passieren wird, aber es wird sicherlich den Punkt geben, dass Sony auch diesen Schritt geht wie, äh, wie Microsoft. Und ähm, ich glaube, dass, dass PC-Spiele auch vor allen Dingen noch eher bereit sind, diesen Preis dafür zu zahlen. Einerseits, weil da ist digital schon seit, seit Half-Life 2 mit Start von Steam ist das halt Normal Normalität geworden. Und ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass halt auch immer so, so ein bisschen so, ja, es geht natürlich alles mehr in, Digi in die Digitalrichtung, aber ähm, vielleicht sind wir in Deutschland auch noch ein bisschen anders. Ne? Wir deutsche Kartoffeln, äh, wir sind halt auch da auch noch mal ein bisschen anders gemünzt. Ähm, aber ähm, da jetzt 80 Euro für ein digitales Spiel auszugeben, weiß ich nicht. Ähm ja gut, ich meine, der, der Wert eines Retail-Spiels, eines, eines Box-Spiels, äh, also... Was, mach mal so eine Packung auf, was ist denn da drin? Also, wenn du Glück hast, ist es nur ein Sicherheitshinweis, dass du das ein bisschen was zu lesen <laughs> ja. hast. Und, und, und. Der Rest, und der Rest ist eigentlich schon, schon egal. Also das kannst du dir halt noch irgendwie ins Regal stellen, aber selbst davon hast du nichts. Also, wenn du dir das mal, äh, wenn du ein Spiel kaufst auf, auf CD, packst es in eine Konsole rein, ähm, so, dann. dann <laughs> Installiert der vielleicht 20 Gigabyte und 100 muss der sich aus dem Netz saugen. Also das heißt, es hat ja auch nichts mehr damit zu tun, oh, wenn das jetzt mal auf, aus dem Store verschwindet, weil wenn es aus dem Store verschwindet, kannst du auch mit der CD nichts mehr anfangen. Aber ist mehr, da, da ist teilweise nichts mehr drauf. Ein, ein Vorteil hat das Ganze, das habe ich halt gemerkt, weil also es war, sage ich mal, eher ein interessanter Aspekt, gerade bei Cyberpunk 2077, weil du dann die Möglichkeit zumindest hast, das Spiel so zu installieren, wie es eigentlich. Ja, es ist rausgekommen, aber nicht auch nicht hätte rausgekommen, aber vor dem Day-One-Pitch ähm, so etwas. Aus dem Aspekt sind die Sachen natürlich noch gut ähm, zu, zu nutzen. Aber du hast natürlich recht, ähm, es wird auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gut in dieser Generation äh, nicht. Und es wird, ich meine, das, äh, auch wenn es jetzt soweit die Gerüchte gab, dass, dass Microsoft jetzt ähm, quasi den Vertrieb physischer Medien einstellt, ähm, sie werden es halt eher auslagern, ähm, wird das wahrscheinlich mit der nächsten Konsolengeneration. Irgendwie noch da sein, optional zumindest ähm, Aber ich glaube, wie bei den PC-Spielen wird es dann halt auch irgendwann so sein. Du wirst halt dann, wenn du dir eine PlayStation, ein PlayStation 5-Spiel im Handel kaufst äh, oder ein Xbox-Spiel, wirst du dann, wie bei PC-Spielen, halt einen Flyer drin haben mit einem Code. Äh, dann halt nicht für den Steam Store, sondern für den Xbox oder PlayStation Store. Und ähm, das war's. Ähm, da, dahingegen. Wobei sich dann natürlich ja. dann auch die Frage stellt, warum sollte man sich überhaupt noch das Ganze holen, aber wenn man jetzt unbedingt irgendwie ein Plastikcase ähm, im Regal haben möchte. Ja, weil, weil du im schlimmsten Falle oder besten Falle eigentlich günstiger rangekommen bist, weil wir kennen das. Dann guck mal, wie lange es dauert, bis man wirklich an den Digitalpreis fällt oder ja. du mal ein Sale oder meinetwegen auch eine Peggy-Version. Von irgendeinem Spiel, weil dich das überhaupt nicht interessiert, ähm, was da hinten jetzt drauf steht und welche Sprache das jetzt ist, dass du dir dann einfach eine Peggy-Version für 15 Euro weniger besorgst oder so. Das, diese Freiraum hast du ja nicht. Du kannst jetzt hier mit VPN dir einen zusammenbasteln und irgendwie hoffen, dass du nicht gebannt wirst oder was auch immer. Oder du machst es so. Das ist einfach der einzige Grund. Und dann hast du zwar immer noch Plastik oder irgendwie zumindest eine Verpackung, was in der Hand. Hast aber eigentlich ja, den gleichen Inhalt wie jemand, der 20 Euro mehr als du bezahlt hast. Äh, nur du hast halt. Noch den Bedarf, dass es runterladen muss. Ja, okay, aber ich habe noch nie ein Spiel erlebt, was ich selbst bei Release installiert habe und was ich nicht noch hätte irgendwie neu aus dem Netz ziehen müssen. Also es gab noch kein Spiel, was ich eigentlich komplett von der Disk installiert habe, seit ich weiß nicht, sechs Jahren oder so. Aber ich meine, dass das hast du jetzt ja auch <laughs> sowieso schon seit ein paar Jahren <laughs> äh, dass selbst wenn ja. du dir jetzt irgendwie diese, dann gibt es ja meistens noch immer irgendeine Deluxe-Edition <laughs> oder irgendeine Collectors Edition und teilweise hast du es einfach auch schon da, dass ähm, du hast dann Steel Case. Cool. Aber du hast keine CD bei, sondern einfach einen Code. Das hast du <laughs> mittlerweile schon echt häufig und das halt. <laughs> nicht, nicht sehr befriedigend, aber ja, also man muss sich halt damit, selbst wenn man damit groß geworden ist, muss man sich damit zurechtfinden, dass halt, ja, es wird halt dann, sage ich mal, noch in der Form solche Geschichten wie Limited Run Games und die ganzen kleineren Buden, die halt in den kleinen Auflagen physische Medien produzieren, sowas wird es dann halt für die kleine. Spielerschaft dann äh, geben, die dann auch die Möglichkeit haben, sich dann sowas irgendwie ähm, nach Hause zu holen ähm, und dann bestenfalls dann auch in einer relativ aktuellen Version, ähm, was, was das anbelangt. Aber es ist natürlich auch nicht im Interesse der, der Konsolenhersteller. Es ist natürlich auch ein Dornenauge, weil selbstverständlich, gut, abseits von den Kosten, äh, wenn jetzt so ein physisches Medium erstellt wird, aber du musst ja dem Handel ja auch eine Marge geben. Das heißt, wenn jetzt ein Spiel für 80 Euro verkauft wird und du dir das kaufst, dann hast. Dann hat Sony oder Microsoft äh, bekommt diese 80 Euro nicht. Wenn sie das allerdings in ihrem Store ähm, verkaufen, dann gehört denen das, das komplette Geld. Ja, und ähm, da. Ähm, ja, kann man. Eine Schadensbegrenzung ist es dann wahrscheinlich. <laughs> ja, es, es, es ist, es ist äh, äh, leider so. Ähm, ja. Aber ja, das ist schon richtig. Ähm, Konsolen werden halt dann auch in Zukunft, früher oder später, in zehn Jahren oder so, eher halt eine emotionale Geschichte sein. Und halt, wenn man jetzt sagt, okay, man mag den und den Controller lieber oder ähnliches, dann holt man sich halt diese Box und ähm, stellt sie sich was zu Hause hin und ähm, zockt das Ganze dann. Und irgendwann wird es vielleicht dann auch so sein, äh, dass es dann halt die Möglichkeit gibt, ähm, dass man auf der PlayStation 5 vielleicht doch irgendwann mal Game Pass als Streaming-Dienst drauf hat und umgekehrt vielleicht auf der Xbox. Bis dahin wird es natürlich auch noch eine Zeit dauern, bis das die Hersteller dahingegen erlauben. Aber diese Geschichte mhm. mit Xbox Everywhere, jeder Bildschirm ist eine Konsole, das muss sich muss dann schlussendlich jeder Hersteller... Ähm ich glaube aber, dass genau diese Geschichte für Nintendo... Ähm ja, was heißt nie. Aber eher weniger zutreffen wird. Weil das ist halt, na gut, ich will jetzt nicht sagen, das klingt jetzt ein bisschen abwertend. Nintendo ist ja auch eine Art Spielzeug, ne? Ähm, also im Sinne von, jeder kennt Nintendo, also auch Leute, die jetzt, sage ich mal, nicht wirklich was mit Gaming zu tun haben. Und wenn jetzt ein Familien- oder ein Elternteil sich äh, ja, dazu entscheidet, ähm, seinem Kind eine Konsole zu holen, dann wird es primär äh, eine Nintendo-Konsole sein. Ähm, weil jeder ist vielleicht auch damit selbst auch... Ähm, ähm, groß geworden und ähm, es ist halt die sichere Bank, um halt seinem Kind halt was zu geben, wo man sich auch sage ich mal keine Gedanken zu machen muss. Okay, was was äh, spielt ähm, die Person oder beziehungsweise, du kannst ja ohne Bedenken Nintendo Titel kaufen und äh, einem Kind das einem Kind das geben und ähm, ja ohne jetzt irgendwie ähm, blutige oder ähm, irgendwie Gewalt vorzusetzen. Ne? Ja, Nintendo das ist ja immer noch so eine, so eine eigene Welt irgendwie. Ne? Ich glaube, die werden auch weiter so ihr eigenes Ding machen. Gerade das, dadurch, dass sie ja andere Kontrollschemen haben, ähm, werden die auch immer so ihre Einzigartigkeit haben. Mhm. Und da, da kommt es halt so ein bisschen drauf an, äh, ob sie sich selbst so kaputt machen wie mit der Wii U. Oder ob sie halt einigermaßen clever sind und so dieses Switch-Konzept so ein bisschen weiterverfolgen. Ähm, deswegen glaube ich, werden die da auch ihr eigenes Ding machen. Ähm, und bei den anderen muss man halt gucken. Also ich, ich glaube, das ist jetzt kein Konsolen versus PC-Ding. Weil du wirst immer eine sehr, 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 sehr große ähm, Bubble an Leuten haben, die überhaupt nicht das Geld haben, sich so ein PC, so ein Gaming-PC zu leisten. Ich meine, die, die sich einen leisten können klar, die werden, glaube ich, dann auch auf eine Konsole oder, oder so eine PS5 oder eine Xbox verzichten ähm, können, weil es über lang, auf lange Sicht einfach auch irgendwie das, dann alles in einem gebündelt und äh, bei, also ich dachte halt immer so, bei Playstation ist halt der Vorteil, du hast da halt die ganzen Exclusives, so das entfällt irgendwie, deswegen macht eine Playstation in dem Sinne dann irgendwie höchstens nur noch als als günstiger PC sind, aber dafür ist es zu wenig PC. So bei, bei einer Xbox hast du ja immerhin äh, so dieses ganze Microsoft-Ökosystem oder dass du auch Maus und Tastatur anschließen kannst. Ähm, ist das wirklich irgendwie so, so ein kleiner PC einfach, also so ein PC günstig, wenn man so will? Ähm, bei, PS, bei der PlayStation weiß ich nicht, wo, wo sie da dann auch genau hin wollen. Ich weiß nicht, ob sie da eine Strategie haben, aber ähm, ich sehe es halt wirklich dann eher so als Streaming könnte das neue Gaming sein. Also ich sehe es jetzt gerade halt noch nicht und gerade Deutschland ist immer so ein Einzelfall. Ähm, aber grundsätzlich wäre das, glaube ich, so eine Möglichkeit, um so den Massenmarkt abzuholen. Ich glaube, das ist ja auch die Zielgruppe. Ich glaube, die Zielgruppe ist jetzt nicht die, die, die sich alle teure PCs kaufen, ähm, sondern eben das, das, das Streaming, weil auch PC und Konsolenmarkt ist ja relativ klein. Wenn du jetzt auf die, das ganze Gaming guckst, ähm, das, das Größte ist halt einfach Mobile Gaming. Und ich glaube, diesen Markt, den will man sich natürlich auch so ein bisschen abholen, indem man sagt, hey, überall da, wo Internet ist, kann man halt Spiele zocken. Und da, dass man sich das so ein bisschen abgreift, das, das macht ja halt Sinn. Äh, weil die wollen ja immer wachsen, immer, immer größer werden, immer mehr, mehr Geld verdienen. Aber ja, wie, wie gesagt, also bei PlayStation weiß ich nicht, wo sie hinwollen, Xbox so als. Streaming Dings und Home für alles und Nintendo ist halt Nintendo. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man den Gerüchten auch so ein bisschen Glauben schenken mag, dann wird der Release, der ja, glaube ich, für 2025, Anfang 2025 geplant ist, auch ziemlich groß, weil sie ja das angeblich irgendwie verschoben haben von dieses Jahr auf nächstes Jahr, um richtig, richtig viele Spiele, die gerade in Entwicklung sind, auch direkt zum, zum Launch hinzupacken. Ähm, damit man sagen kann, hey, okay, ich switch jetzt von der Switch, hahaha, <laughs> auf die Switch 2, <laughs> ähm, weil da einfach jetzt richtig geile Spiele rauskommen direkt. Und äh, auch da wird dieses Jahr nicht viel kommen, äh, weil wenn du den Release von 24 auf 25 packs und sagst, hey, wir wollen alles irgendwie direkt für die Switch 2 rausbringen, dann kommt jetzt auch von Nintendo dieses Jahr nichts. Also ich glaube, dieses Jahr wird generell ein bisschen lahm und ich glaube, 2025 wird nochmal ein bisschen. Heftig. Also, wenn er einfach eine Switch 2 kommt. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. So ein, so ein, so ein Titel, der alle Konsolenkäufe bei, bei Xbox, ähm, also egal ist, ob series S oder X und PlayStation 5, nochmal komplett ankurbeln wird, ist einfach GTA. Das wird nochmal die Kon ja. äh, Konsolenverkäufe komplett durch die Decke schießen lassen. Ähm, und das ist, das ist tatsächlich auch so ein Titel wo dann mal, glaube ich, kurze Zeit die, die PCs still liegen und die Xbox und PS5-Konsolen glühen. Ja, das stimmt. Also ähm, da, ähm, da sprichst du auch so einen guten Punkt an. Da, GTA war ja auch schon in der vergangenen äh, Generation ein richtiger Systemseller. Und da wird es natürlich äh, entsprechend nochmal einen ordentlichen... Schwung an, an Käufern geben, die jetzt äh, soweit noch keine der, der Konsolen hat, weil das Ganze wird es dann halt entsprechend nur auf der aktuellen Current-Gen-Konsolen dahingehend geben und ähm, das wird, gut, ich meine, GTA 6, das wird uns natürlich dann auch selbst dann nochmal in der Next-Gen sicherlich dann auch nochmal weiter verfolgen. Da wird es dann sicherlich auch nochmal eine Version äh, geben. Das wird äh, Rockstar Games natürlich entsprechend äh, auch ein bisschen melken. Ähm, aber wo du vorhin auch sagtest, Mobile, Mobile, klar, Mobile ist natürlich, das haben wir vielleicht ein bisschen vergessen, ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Markt, natürlich aktuell äh, mehr so in Richtung, ja, solchen Dingen wie Candy Crush und so weiter, so kleineren äh, Titeln und da wird natürlich sehr viel Geld mit, mit ähm, Microtransactions verdient, ähm, dann sowas wie Call of Duty Mobile kommt da jetzt bald äh, soweit auch mit raus und äh, da kommen ja auch immer mehr, mehr Titel. Ich bin halt gespannt, inwiefern sich das durch die, durch die technische Entwicklung so entwickelt. Ich meine, wir haben es ja soweit schon äh, gesehen, jetzt mit Death Stranding und Resident Evil, äh, dass halt vollwertige Konsolen-PC-Spiele auf einem äh, Smartphone, in dem Falle jetzt zwar äh, erstmal nur einem äh, iPhone 15 oder iPhone 15 Pro. Äh, ich kann mir aber vorstellen, dass sowas dann auch, äh, wenn die Android-Geräte äh, mit den Prozessoren entsprechend äh, technisch for weiter fortschritten sind. Dass, dass wir vielleicht auch öfters solche vollwertigen Spiele auf ähm, mobilen, also auf den Smartphones finden werden. Das, was jeder soweit schon mit sich, mit sich führt. Natürlich wird es eine Zeit dauern, bis, sage ich mal, der Markt so groß ist, dass wirklich eine große Anzahl von Leuten diese Geräte haben, wo man spielen kann. Ähm, ich finde es aber auch spannend zu sehen, wie, äh, wie sich das Ganze dann entwickelt und ähm, ob das dann auch vielleicht für viele eine, eine, eine Primärplattform werden. Könnte, je nachdem, was da äh, passiert. Auch im Sinne von, okay, Streamingdienste etc. pp. Ähm, definitiv auch sehr interessant. Ja. Ich muss aber auch sagen, irgendwie, dass das Smartphone, was mich an Smartphones immer so ein bisschen ärgert und nervt, ist, ähm, wenn, selbst wenn ich versuche, mir was für, oder was Gutes zu finden, dann gibt es aktuell bei den Stores, also aktuell ist es ja so, wenn wir jetzt von Android zum Beispiel reden, dann bist du halt im, im Google Play Pass, so wie sich das jetzt mittlerweile nennt, auch unterwegs. Da gibt es halt die Spiele und eine Auswahl und, ach, und da, ist, da passt einfach auch gar nichts. Also die Empfehlungen und so sind falsch oder sind schon Spiele, die du vor drei Jahren schon mal durchgespielt hast. Also ist das nichts Neues für dich. Aber alles, was du spielen willst, ist mit Werbung behaftet und du kannst bei vielen. Eigentlich bei ausschließlich 90% von den Spielen, die ich spiele, kein, ähm, keine Freischaltung kaufen, sodass du keine Werbung mehr hast, sondern die wollen dich einfach melken und du wirst unterbrochen und hast um die göttlich, Das ist so ein bisschen das, was mich auf dem Smartphone-Markt nervt. Und ja, von Nintendo und so gibt es halt noch nicht viele Spiele. Das ist auch so ein bisschen eingeschlafen, so diese Super Mario Run- und was es dann nicht mal alles früher gab, glaube ich, aktuell. Zumindest habe ich nicht mehr viel von Nintendo auf den Smartphones gesehen. Also nichts Neues. Ähm, aber tatsächlich gab es oder gibt es ja noch Updates für, ähm, ich glaube, Mario Kart 2 haben sie zwar jetzt die letzten Updates rausgehauen, aber ich glaube, zuletzt gab es auch nicht irgendwie von Super Mario Run. Ähm, aber ja, ähm, diese, diese große Mobile-Offensive von Nintendo, die, die ist da auch ein bisschen vorbei, könnte man, ähm, könnte man ja. eigentlich äh, sagen. Ist, ist halt auch nicht, man, nur wenn man eine große Marke hat, heißt das nicht, dass man damit jetzt wirklich was Erfolgreiches ähm, ähm, ja, auf mobile geräte haben. Wenn, mich aber jetzt wenn du mich jetzt aber fragen würdest, würde ich auch sagen, auf dem asiatischen Markt äh, ist mobile Spielen einfach totaler Tagesordnung. Die gehen da voll steil auf sowas. Ne? Also, ja, es ist einer der größten ja. Wachstumsmärkte. Also gerade ähm, was so in Asien passiert, ähm, mobile Markt, das ist unglaublich. Ja. Das ist unglaublich. Und das wird wahrscheinlich sogar noch krasser werden, ähm, wenn man sich vor allem. Also, es ist ja generell auch so ein bisschen ein Tageziel, also nicht nur da, was generell die Wirtschaft angeht, auch Afrika. Ähm, so, was was der afrikanische Markt noch so hergeben wird, gerade wenn so mit, mit, mit fortschreitender Digitalisierung ähm, passiert, da glaube ich noch eine ganze Menge, äh, gerade Smartphones, ähm, was, was ja am ehesten dann noch zugänglich ist. Mhm. Ähm, das, das ist, glaube ich, auch der Markt, wo viele drauf abzielen. Ja. Ja, definitiv. Also da, da gibt es natürlich noch nicht so groß äh, entschlossene Märkte. Und ähm, da wird man natürlich dann auch schauen, dass man sich das entsprechend dann auch abgreift, das Ganze. Spannende Zukunft, die uns da auf jeden Fall erwartet. Ähm, ich würde halt sagen, eine, eine gute Zukunft für eigentlich alle, ähm, dass wir uns halt immer mehr so ein bisschen davon wegbegeben. Ähm, uns entscheiden zu müssen für eine bestimmte Plattform, auf der wir dann insofern ja nicht bleiben müssen, aber ähm, ja, ohne uns da jetzt äh, gezwungenermaßen. Ich meine, gut, bei mir wird es wahrscheinlich eh so sein, dass ich halt immer ähm, äh, alle Konsolen besitzen, äh, besitzen werde, um halt alles zu genießen, damit ich alles nicht spielen kann. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich mein, äh, ein, ein Punkt, der vielleicht... Noch so ein bisschen, bisschen nicht zu vernachlässigen ist, ist ja, was für Spiele wir bekommen werden in Zukunft. Weil wir sehen das jetzt zum Beispiel sehr, sehr deutlich bei Sony. Die sagen, äh, wir, wir stecken einen Großteil unseres ganzen Budgets in Live-Action-Games. So, und dann hast du ähm, ja eine ne, ne riesige Anzahl an, an Titeln, die äh, alle irgendwie gleich gestrickt sind, nach demselben Prinzip funktionieren. Und das ist ja generell auch so ein bisschen die Marschrichtung bei vielen Studios, die irgendwie gesehen haben, ah, oh ja, hier so Games as a Service, so eine Hasse, oder auch bei, bei Open-World-Dingern. Du hast Spiele mittlerweile so oft nach, nach Schema F, äh, die alle gleich sind, so, so hüllenlos, so so leblos, äh, weil die halt das ist ja auch kein Geheimnis. Es werden Psychologen rangezogen, wie du Leute triggern kannst, damit die möglichst lange im Spiel drin sind, möglichst viel Ingame-Geld ausgeben und dann jubeln alle Aktionäre und, und, und baden in ihren Schein. Ähm, und gerade weil jetzt auch so unglaublich viele Schließungen, so viele Entlassungen in den letzten, ja, anderthalb Jahren passiert sind, ähm, und auch weil einfach die Wirtschaft gerade schwächelt und auch der Gaming-Markt, gerade so Konsolen- und PC-Markt, äh, so ziemlich äh, am, am Straucheln ist nach diesem Riesenhoch während der Corona-Zeit, ähm, muss man aufpassen, was da gerade passiert. Weil ich glaube, vieles wird jetzt nach, sehr nach Gewinn äh, und Optimierung fürs Geld ausgeben äh, entwickelt. Kann aber natürlich auch voll nach hinten losgehen, dass sich das nicht verkauft, Skull and Bones, ähm, und sich viel <laughs> das doch wieder in eine andere Richtung wickelt. Aber das ist halt gerade voll auf wackeligen Beinen. Ja. Da, da hast, du, hast du auf jeden Fall recht. Das ist halt ähm, ja, äh, es ist, ist natürlich eine, eine wichtige strategische Entscheidung, die, die sich jedes Unternehmen stellen muss. Und ähm, schlussendlich werden nicht alle gewinnen können. Also, ich meine, wenn du den, den Markt äh, übersättigst und ähm, ähnliche Spiele rausbringst, es wird sicherlich vielleicht auch teilweise Glück, äh, glücksmäßig äh, dann irgendwie ein paar Titel geben, die dann halt sehr erfolgreich sind. Ähm, und was man natürlich nicht vergessen darf, ähm, es geht ja auch sehr in die Richtung, ich meine, das zeigt Fortnite äh, insofern sehr gut oder Epic Games, wo halt, ja, äh, Universen geschaffen werden. Das heißt, dass du halt ähm, insofern jetzt in dem Falle Fortnite nutzt, aber du hast halt mehrere Spiele in einem und was immer stetig weiter, weiter äh, erweitert wird, ähm, wo du dann halt theoretisch die Grenzen halt, ähm, es keine Grenzen mehr dahingegen äh, gibt. Ähm, sie haben ja auch vor kurzem ja angekündigt mit, mit Disney, dass sie da halt auch irgendwas, was auch immer das genau sein wird, irgendwie so einen virtuellen... Virtuelles Disneyland, ähm, dass du da irgendwie die ganzen Franchises erleben kannst. Sie hatten ja vor äh, auch vor einigen Wochen und Monaten mit, mit äh, Lego Fortnite und dem Racing und dem... Also, du findest ja alles da insofern drin. Und das Ganze, ich meine, kennt jemand noch Everywhere, den, 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 das Titel, den Titel, der mal angekündigt worden ist? Wahrscheinlich nicht, weil oh, man hat... Schon Reichen, mehr. Ja, aber was war nochmal dahinter? Auf Inhalt, der Gamescom, komm, das Ding ist, ähm, von den Trailern weiß man eigentlich... Oder kann man gar nicht darauf genau schließen, was das sein soll? Das war, glaube ich, der letzte Trailer war vor zwei Jahren auf der Opening Night Live. Und da sind auch irgendwie ein paar Veteran, Veteranen mit beschäftigt. Das war wo dieses Hyperrealistische gewesen ist, wo man diesen Typen gesehen hat, der in Mafia äh, 3 die Hauptrolle spielt. Ähm der Linke. Lincoln. Genau, der. Also, der Schauspieler, der sein Gesicht dort äh, verliehen hat, ja. der ist dann... Halt, und okay. dieses Everywhere soll, ist ja auch, sag ich mal, so diese, diese Vision von ähm, ja, einem Hub oder irgendwas, wo halt wirklich. Also, eigentlich so ein bisschen das, was Fortnite ja auch insofern, oder Epic Games mit Fortnite macht. Ähm, hat man aber schon ewig nichts davon gehört. Ähm, ich glaube, dass wir sowas auch ähm, häufiger in Zukunft noch sehen werden, spieletechnisch. Ob das aufgeht, ist eine andere Sache, aber dass halt Unternehmen versuchen, halt eine Plattform zu schaffen, um dort, ja, um Leute natürlich, vielleicht ist das so diese, diese neue Art von, von Live-Service, dass man halt Spiele innerhalb von Spielen sozusagen bekommt. Ja, ich weiß nicht, ob man, ob, ob das realistisch ist, weil ich glaube, das ist ja der, der Traum eines jeden großen Unternehmens im Gaming-Bereich, dass man sagt, hey, wir haben dieses eine Spiel und dann brauchst du gar nichts mehr. Und das gab es ja auch schon in der Vergangenheit mit äh, Project Spark oder Dreams, ähm, noch in, in sehr kleinerem Umfang. Und das ist jetzt, glaube ich, das, was Fortnite noch am ehesten versucht. Aber ich glaube, du wirst in, innerhalb von Fortnite immer sehr kleine und vielleicht auch eher kurzweilige und oberflächliche Spiele haben, ähm, weil du musst... Auch diese Spiele, ja, die, die müssen ja auch erstmal entwickelt werden. Ob das jetzt durch Epic oder durch die Community ist, äh, keine Ahnung. Aber das ist halt immer sehr, sehr kurzweilig. Und da muss halt immer sichergestellt sein, dass immer das nächste kommt. Ne? Also dann hast du vielleicht irgendeinen Hype-Shooter ähm, in Fortnite, aber das ist, das kann ja nichts Großes sein. So, dann, dann spielt man das so nach einem Monat ist das halt aufgebraucht, das ist so gesättigt. da brauchst du halt wieder das nächste und dann wieder das nächste und wieder das nächste. Ähm, das kann vielleicht eine Zeit lang funktionieren und gerade weil Fortnite halt schon dieses Standing hat. Aber dann werden viele andere versuchen, oh, weil das ja auch in Fortnite geht. Oder ich meine, was wir mit Battle Royale hatten. Es gab eine Zeit lang plötzlich jede Woche eine Ankündigung, oh, wir machen jetzt auch Battle Royale. So, wer am Ende hängen geblieben ist, es ist halt immer noch äh, PUBG und, und, und Fortnite. So, den Resten zockt doch keiner. So und. Äh, nicht nicht, nicht vergessen halt Roblox, ne? Richtig, richtig. Also ich meine, das, das ist ja im Prinzip genau ja, das gleiche. Genau. So, so eine Plattform für ganz viele Spiele. Und ich glaube, du wirst halt immer nur sehr wenige haben, die sich da auch beweisen können. Aber es wird trotzdem noch dieses Ganze drumherum geben. Also dafür ist Gaming zu groß und dieses Plattformdenken auch so ein bisschen zu Größenwahnsinnig, glaube ich. Ja. Unterstreiche ich so. Ich meine, ich mein, abgesehen davon, dass es auch zum Beispiel Nintendo irgendwann natürlich eine Switch 2 rausbringt und wir wieder ein Handheld haben und wir einer eine Konsole, okay, aber könnte man jetzt, könnte sich Nintendo auch ohne eine Hardware so gut behaupten wie jetzt aktuell mit ihren eigenen Spielen, wenn sie die auch nicht öffnen, sondern weiterlassen würden? Oder meint ihr, es hängt auch wieder an der Hardware? Also Sie könnten auf jeden Fall, also Sie würden es wahrscheinlich nicht machen, also da würde, müsste sehr, sehr viel passieren, dass Sie halt wie Sega ähm, sagen, okay, Sie bringen Ihre Spiele auf eine andere Plattform, aber äh, ich glaube schon, dass Nintendo halt auch ähm, äh, mit, mit, ihren rein, mit ihrem Software-Portfolio ähm, überleben kann oder quasi da, ähm, falls es mal irgendwann nicht mehr funktioniert mit der Hardware, dass Sie da halt dort rein auf Software gehen und ähm, die Dinge auf an, allen anderen Plattformen veröffentlichen. Aber ich glaube, da, da müsste wirklich sehr, sehr viel passieren, bis das ähm, bis Nintendo an ja, dem da, Punkt gelangt. Na gut, dass es technisch möglich ist, haben wir die Emulatoren schon bewiesen, ne? aber da sind die Anwälte ja sehr heiß hinterher dann. <laughs> ja, Ich meine, äh, der Hype wäre ja unglaublich. Stell dir mal vor, Mario Kart 9 für Xbox PlayStation PC. Ja. Crossplay. So Kannst du ja. erstmal das Internet ja, so also, da, da, ja, da, ja da wären ja alle bei. Das, ja, das wäre, glaub ich, instant das meistgespielte Game überhaupt. Ja. Ähm, das das wäre der größte das, Wunsch von Phil war geworden. Weil Nintendo ist ja immer noch, ja ist ja immer noch so, wo, wo er denkt, da, mit denen kannst du am besten sprechen, ne? Also ist ja wirklich so. Da wäre der größte Wunschbefehl in, in der Erfüllung gegangen. Wie, wie, wie war das damals nochmal mal bei äh, bei der Xbox, wo Microsoft halt quasi bei Nintendo gefragt hatte oder beziehungsweise vorhatte sie zu kaufen, die ausgelacht worden sind oder so, ne? Äh, von dem äh, Vorstand in Japan. Ja. Ähm. Ja, ja. Es ist, ja äh, guck, bei Ubisoft ist anders. Die wollen gekauft werden, werden dafür ausgelacht. <laughs> ja, so schnell kann sich das äh, ganz anders in eine andere Richtung äh, entwickeln. Man muss den passenden ja. Zeitpunkt abwarten, um sich ähm, zu veräußern. Aber ja, ja. Ähm, das... Ähm, Noch drei Spiele, dann kannst du schnapper werden bei Ubisoft. <laughs> ja, wenn es so weitergeht, dann, dann, äh, wir werf <laughs> dann werfen wir zusammen, dann <laughs> kriegen wir das auch hin, dass wir Ubisoft kaufen. Ach, für einen Zehner. Ja. Da bin ich auch dabei. Aber zusammen, ne? Also dann aufgeteilt. Zehn ja, durch drei. Ja, ja, natürlich. Ich ja. gebe sogar vier Euro. 80-20 Split. Gegen dir bis vorne nochmal zwei <laughs> Euro ab, ey. Ja. Ach, nee, ey. Jubi-Bug, Ubi ey. Genau. Also halten wir fest, der Konsolenkrieg ist vorbei. Offi ah. offiziell, offiziell beendet hiermit. Ja, ich ich glaube halt noch nicht dran. Völlig, völlig nicht. Völlig, glaube ich, also, auch nicht. Dafür. Aber, die Aber der Anfang der, 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 des Mindshifts ist schon so ein bisschen passiert, finde ich. Ja, ähm, ich denke mal, das ist, sage ich mal, auch ein, ein Prozess, der sich entwickeln muss. Gerade, sage ich mal, je nachdem, wie Personen äh, dort ähm, ja, in diesem Zeitraum halt aufwachsen. Ne? Ich glaube, das hat viele halt noch dieses, diesen. Diesen Konsolenkrieg ähm, gedanklich irgendwie im Kopf haben, dass es irgendwie bei manchen auch fest verankert ist. Ähm, ähm, aber ja, klar, also ich glaube auch selbst irgendwann, wenn halt das vielleicht mal so sein sollte, dass man wirklich alles überall irgendwie spielen kann, wird es immer noch die Leute geben, gerade mit dem Internet äh, Anonymität, es wird immer noch Leute geben, die gegen andere schießen, die jetzt auf, äh, was weiß ich, ähm, dann irgendwie Spiele von dem und dem Hersteller Steller spielen, etc. Ähm, so ganz wird das ähm, nicht. Aber ich sag mal so, die, die Argumente, die solche Personen aufbringen, die, die sind halt immer weniger wert. Und, und das Futter wird weniger. Sie werden irgendwann elendig verhungern. Ja, gut, ja. ich meine, ich mein, du musst ja nur auf Social Media gehen. Und es gibt ja wirklich, also ich, also ich finde es sehr interessant, also gerade bei so Xbox PlayStation, da geht es ja nicht darum. Für die eigene Marke zu sein, da geht es immer nur darum, den anderen äh, kaputt zu reden. Also, ich will, ich rede jetzt von Fanboy-Bubble, nicht ja. von konstruktiver Kritik. Ähm, wenn du jetzt auf ein Playstation-Event, also nach einem Playstation-Event irgendwie in den Chat gehst, umgekehrt, wenn war Xbox -Event, du waren ein Xbox-Event, du ist immer nur so, oder auch in den, in den Livestreams dann immer nur so bei Xbox, ja, Playstation, Playstation ist das Beste, Beste. Hm. Umgekehrt, genau das Gleiche. Ähm, aber das ist halt. Diese Zugehörigkeit zu einer Bubble. Ich meine, das ist jetzt ja kein Videospielphänomen. Das ist immer. Du fühlst dich irgendwo zugehörig und das sind, dann. bist du natürlich willst dich als als toll fühlen immer als die geilsten und lobst dir das halt immer so zurecht oder die anderen so schlecht, dass du dich halt gut fühlst. So bei Nintendo ist es anders. Nintendo-Fanboys finden alles geil, was Nintendo macht. Die finden alles super. Also du auch, ähm, was ich teilweise zu Pokémon gelesen ja, es ist doch egal, dass das so scheiße aussieht, dass, das, mhm. dass du äh, davon erblindest. Pokémon äh, ist <laughs> toll, Nintendo, wupp. Äh, das, da, das ist wieder eine ganz andere Form. Das ist so, dass alles geil und bei den anderen ist immer alles scheiße. Und ich glaube, das kriegst du auch gar nicht so aus den Leuten raus. Also dazu müssten diese Systeme schon komplett verschwinden, äh, damit dieses dieser Krieg wirklich aufhört. Aber ich glaube, das, das wird noch dauern. Es wird ja auch noch eine Konsolengeneration danach gehen. das hat Xbox ja schon gesagt. Bei Playstation weiß man es ja insgeheim eigentlich auch. So Switch 2 oder was auch immer, die kommt jetzt noch. Und äh, am Ende, wie oft wurden Konsolen schon totgeredet? Also ich glaube, es, es hieß ja schon mit Xbox One und Playstation 4, ja, das, das, das werden jetzt wirklich die Letzten. Sondern ja, aber Series 6 und PS5, das sind jetzt wirklich, wirklich die letzten. So, und jetzt kommt ja doch wieder irgendwie was Neues. Also, totgeglaubte Leben länger. Mal gucken, wo Sinn sich alles entwickelt. Ja, eben, definitiv. Also, gerade ähm, das, was äh, totge totgeredet wird, ähm, schlussendlich, ähm, ja, macht äh, Ich meine, das hat es ja auch äh, im Verlauf des Gesprächs soweit erwähnt. Es würde jetzt für, für Microsoft auch in keinster Weise Sinn machen. Ähm, dass, dass sie halt quasi alles hinwerfen, ihr, ihr Businessmodell. Und äh, würden sie halt insofern sagen, ähm, ne, wie es halt äh, vor einigen Wochen, Monaten spekuliert wurde, dass sie halt ihre großen Franchises auf andere Konsolen bringen, dann wäre das ja wie ein Todesstoß. Ähm, das würde in keinster Weise Sinn ergeben, businesstechnisch, ja. auch wenn sie halt natürlich mit der Software auf anderen Plattformen. Aber da steckt ja noch mehr dahinter. Es ist ja nicht nur die eigene Software, sie haben ja auch trotzdem. Ich meine, sie haben zwar weniger Konsolen oder grundsätzlich der, der Markt ist kleiner, aber sie haben ja trotzdem Millionen von Usern und die halt Geld in, den, in das Abo-Modell und halt in entsprechenden, ähm, ähm, ja, ins Abo-Modell und äh, in den Store und so weiter, digital, also Geld reintreiben. Reintreiben, das klingt irgendwie wie äh, Mafia. Ähm, <laughs> aber <-G> <laughs> Ach, ja, das Geld. Ähm, genau. Ich meine, gerade bei Microsoft. Das, das wäre aus deren Sicht jetzt auch irgendwie so eine so, so Vollkapitulation, weil mittlerweile, was die alles an Studios haben, haben die grundsätzlich das Potenzial, bei weitem der größte, das größte Gaming-Unternehmen überhaupt zu sein. Was, was ein bisschen dagegen spielt, ist halt, dass sie es irgendwie nicht moderiert kriegen äh, und dass diese Studios, die sie ja alle haben, auch das Beste rausholen können. Ich meine, das haben wir jetzt. In, in den letzten drei Jahren immer wieder gesagt, so ja, was ist denn jetzt mit Halo? Es ist nicht dieses Riesending geworden. So, ich meine, sie haben sich mittlerweile so ein bisschen gefangen, aber es ist nicht dieses Ding, wo alle sagen, oh, ich, ich spiele jetzt Halo und nicht Call of Duty. Ähm, was es eigentlich hätte werden sollen und auch eigentlich können, weil die Möglichkeiten sind da. Auch in Starfield, so als Oberriesenbänger, äh, ist es jetzt auch nicht geworden. Ähm. Und vieles wurde jetzt irgendwie auch wieder verschoben und kam jetzt doch auch noch nicht. Und äh, vieles ist immer in diesem Ja, das kommt alles noch. Ähm, ich glaube, da werden die nächsten ein, zwei Jahre extrem entscheidend sein. Und ich glaube, sowas wie in Hellblade oder Indiana Jones kann da schon extrem helfen. Aber grundsätzlich wäre es auch schon irgendwie auch zu schade, wenn sie das, was sie an Potenzial haben, einfach so links liegen lassen. Also weil ich, weil ich wünsche es mir auch, weil da so coole Marken hinterstecken ähm, und so viele Studios, da kann noch richtig viel cooles Zeug kommen. Aber die müssen es halt auch gebacken kriegen. Das kriegen sie halt irgendwie auch noch nicht so hin. Ja, das stimmt. Muss ich leider so stimmen. Also das ist so dieses Lass, die mal machen, irgendwie so gefühlt und irgendwie machen die ja auch was. Und irgendwie fehlt aber noch einer, der sagt, nee, so nicht und so auch nicht und <laughs> Oder so <Red> soll <laughs> das Ja, aber das ist ja reinfall, ne? Ja. <laughs> ähm, aber, ne, stimmt schon, das darf, die Marke hätte Potenzial, aber ja, es später macht natürlich keinen Sinn. Du sollst ja nicht diesen Early Access Charakter fahren, dass ne? du hast das Gefühl dass ich habe jetzt hier ein Spiel, was noch nicht fertig ist. Das ist halt auch nicht so. Und ja, entweder man hört jetzt zwei Jahre nichts und plötzlich kommen alle Titel aus der Welt und denkst du so, wow, was ist das für ein geiles Ding. Ja, oder aber es ist so, wie du sagst, ne? man hat die Studios, man hat das Potenzial oder die Personen sind halt da, die den vielleicht auch. Es stehen ja viele immer in so Game-Sessions und so Game-Jam-Sessions. Manche Ideen entstehen ja auch gerne mal so. Aber wenn natürlich keiner dahinter ist und der wirklich die Führung übernimmt, ja, gut, wobei du dann auch wieder aufpassen musst, ob die Führung dann die Kreativität kaputt macht. Ja, schwierig. Schwieriges Thema, absolut. Aber ja. ja. Das sind doch schöne, schöne Schlussworte, die wir hier zusammengefasst äh, äh, haben, um langsam aber sicher traurigerweise zum. Ja. Zum, zum Ende, Ende oh. bekommen. Äh, Ende zu kommen, ja. Ja. Äh, genau, richtig. Ähm, ja, irgendwelche abschließenden Worte. Irgendwas Ungesagtes? Meinungen, Gedankengänge, die, die euch seit seit Minuten plagen. ja. Ah wenn es auf den Chat geht, dann jetzt wird super gegessen, ne? Aber. <laughs> nein. Jetzt. Ja, das Suppe, Suppe ja, ist so eine, so eine super Sache. Ja. Suppe ist so eine super Sache. Suppe Sache. So Sache, ja. Ja, gerade gra <laughs> umso älter man wird, umso wichtiger wird Suppe. Da mit, mit, mit nee. fester Nahrung wird es dann ja. äh, irgendwann auch nicht mehr so. Ich, ist auch nicht mehr so ich, einfach. Freu mich, ich freue mich einfach trotzdem weiterhin erstmal auf was der Spielemarkt so hergegeben wird. Ich weiß, wir haben nicht die Spiele in den letzten Jahren bekommen. Also man, man merkt mal zum Beispiel gerade auch die Kurve, mein PC ist mittlerweile vier Jahre alt, trotzdem kann der immer noch alles spielen. Also die Kurve von super grafikaufwendigen Top-Titeln steigt nicht mehr so, wie es mal vorher war. Und AI, und ich, ne? also Upscaling und so weiter, das wird natürlich auch, äh, äh, auch noch ein Thema. Ja, sein. das das kommt auch in die Prozessoren mit rein und deswegen, glaube ich, auch in die GPUs wird auch ein gutes Thema sein, Dann muss man vielleicht den Regler, da muss man sich vielleicht nicht eine neue Konsole kaufen und das erste Spiel anlegen und direkt gesagt haben, willst du Downgrade oder willst du gute Qualität haben? Ja, vielleicht dann doch Downgrade, weil ich möchte wenigstens 60 FPS haben, ja, ähm, das ist halt auch schade, aber ich, trotzdem freue ich mich irgendwie, was, 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 was da so kommt und wenn es neue Hardware gibt, die auch Sinn macht, dann gerne. Also ich bin auch ein Hardware-Boy, auf jeden Fall mag ich dann auch neue Hardware, wenn sie denn Sinn macht, aber ich gucke jetzt auch schon genau hin, wo es hingeht. Weil es, wir haben ja letztes Mal, glaube ich, über, Release, über Releases, äh, Release, listen oder Releases gesprochen, was euch jetzt, und da haben wir gemerkt, dass diesen Monat, für die neue Game Zone zum Beispiel, dass diesen Monat äh, oder auch nächsten gar nicht mal so viel Geiles kommt. Also, ne, es wird schwierig so. Man hat ja genug zu spielen, klar, aber. Ja, manchmal hat man sich schon ein bisschen länger auf Titel wirklich so gefreut und irgendwie fehlt das aktuell, zumindest endlich, bei mir. Endlich Zeit zum Nachholen, den Pile ja. of Shame an, anpacken. Und dann, ähm, ja, so viel, äh, so viel vom Hardware Boy. <laughs> ja, ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt. Also ich meine, äh, für mich ist das sowieso, ich finde es grundsätzlich inter interessant, spannend, neue Hardware und so weiter. Ähm, auch wenn... Klar, zum aktuellen Zeitpunkt, ähm, da denke ich jetzt nicht an neue Hardware, weil wir müssen jetzt erstmal gucken, dass das äh, überhaupt die erstmal ausgereizt wird, die Hardware, die wir dort bei uns haben und ähm, äh, abseits von Nintendo, ähm, die sind natürlich ein bisschen außen vor, die sind natürlich jetzt so, äh, die müssen halt äh, kommen, aber dauert ja leider noch ein bisschen äh, bis nächstes Jahr, äh, aber vielleicht sehen wir ja dann innerhalb der kommenden Monate zumindest schon mal ankündigungstechnisch etwas. Ähm, ich freue mich äh, auf alles, was kommt, egal wo es sich hin entwickelt, solange wir äh, weiterzocken können. Um, wie heißt das so schön? Uh, when everybody plays, we all win. Oh. Marketing-Blabla. <laughs> äh, ja, ja. Ja, äh, in, ja mal in, gucken. Also, ja. beziehungsweise, ich glaube, so viel Hardware-Kram, der jetzt bahnbrechend ist, kommt auch, glaube ich, gar nicht. Das wird dann höchstens die Switch 2 sein oder so. Aber jetzt, ähm, ich glaube nicht, dass wir jetzt große Grafiksprünge durch Technik sehen werden, weil ich. Ich glaube eher, dass es halt einige wenige riesige Titel gibt, die das auch machen werden. Und gerade durch neue Technologien und AI und so wird es da wahrscheinlich auch viel geben, um das so ein bisschen austricksen zu können, damit gar nicht so viel neue Hardware notwendig ist. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was jetzt mit dieser angeblichen PS5 Pro passiert. Weil also ich meine, die normale PlayStation 5 kostet ja jetzt in der normalen Version ja irgendwie schon 550. Angeblich ist die pro Jahr unglaublich viel stärker. So kostet die ja locker 600, 700 Euro. Und das ist dann auch ein Punkt, gerade mit dem Hintergrund, dass jetzt auch viel für PC kommt. Wo man sich denkt, ja, was soll ich damit? Vor allem, weil die Konsolen ja oft gar nicht ausgereizt werden und immer noch PS4-Titel einfach für die PS5 kommen. Ähm, weiß ich nicht. Also große Hardware-Lust verspüre ich jetzt noch nicht. Aber. Nee, also. Ähm nee, die, die Lust auch nicht. Also, Lust, ich muss nicht wechseln. Es ist eher so dieses Spielzeug, der Spielzeuggedanke, oh, wieder neues Spielzeug, so nach Motto. Ich finde es aber sowieso schade, wenn du dir eine nagelneue Konsole kaufst, das erste Spiel dafür einlegst und du gefragt wirst, äh, ob du jetzt 60 FPS oder gute Qualität haben willst. Das ist halt irgendwie traurig. Da kriege ich Blitze bei. Dann denke ich auch so: Ja, ah, gut, am PC habe ich es ja in der Hand, aber Grafikeinstellung, mein Gott, ey. Habt ihr so lange Zeit für Release-Spiele gehabt und dann muss ich jetzt wirklich noch äh, ein Downgrade in Kauf nehmen? Oh mein Gott, ey, ja gut. Ja, ja weil ja, halt muss, muss ja, man muss ja an, an allen Ecken sparen. Man könnte es ja auch so optimieren, dass es direkt geil wäre. Wow. <laughs> ja, 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 genau. Geld? Ja. ja. Ich bin gespannt, was das, was das ja auf jeden Fall noch bringt ähm, und ob das halt wirklich so weit kommen wird. Ähm, ich denke mal, Sony wäre als Marktschanz-Album besser dabei, wenn sowas wirklich geplant ist, die eher zu, ähm, ja, abzukündigen. Aber das heißt, abzukündigen, aber die nicht zu bringen, die Pro. Also, ähm, weil, nun ja, ähm, vielleicht äh, könnten sie zum, zum Release von einem GTA mit sowas vielleicht noch irgendwie, aber. Ich sehe da jetzt auch nicht den Markt für und auch nicht die Bereitschaft, dass Leute dafür Geld ausgeben. Und ähm, das wäre wahrscheinlich eher der nächste Hardware Flop ähm, für, für, für Sony. Aber ich lasse mich ganz vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht liegen wir auch alle falsch. Vielleicht kommt es auch ganz anders. Ähm, dann werden wir uns hier auf jeden Fall wieder zusammenfinden und ähm, ja ähm, Schande würde bei ich, uns genießen lassen. Ja, würde mich aber nicht wundern, wegen deinem Hardware-Release, weil wir hatten ja von der PlayStation 5 schon ein paar Mini-Releases mit ähm, Änderungen im Kühlkonzept und hast du nicht gehört, das hatten wir zum Beispiel von Xbox gar nicht mal so viel. Würde mich nicht wundern, wenn die dann auch noch eine neue Pro aus dem Hut zaubern, die dann auch ein bisschen mehr Power hat. Ja. Ja, wobei, es kommt ja in eine neue Series X jetzt, glaube ich, auch bald, die dann angekündigt werden soll. Ähm der Zylinder. Genau, die Zylinder Series X. Ach, ey, ist, jetzt ist schon wieder Bashing. Wir haben gerade noch so schön Augen gefangen, jetzt wird schon gebasht, ey. Nee, <laughs> Aber nur äh, eine Feststellung, die kommt. Zylinder, <lacht> Dreieck. <lacht> ja, vielleicht kommt dann auch doch da noch der, der Xbox-Handheld. Äh, und ähm, ja, ähm, tolle, tolle, tolle Jahre, die uns erwarten, sage ich jetzt einfach mal. In. Ja, diesem so. Sinne, danke fürs Dabeifahren. Äh, Beif Dabeifahren. <laughs> von, mit dabei. von Beifahren? Danke, da mal vorbeifahren. Drückwärts. Danke fürs Dabeisein, für das sehr tolle und angenehme, anregende los, 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 los. Gespräch. Ja, genau. <laughs> ja, vielen Dank auch fürs Zuschauen, beziehungsweise zum, äh, aufs Zuhören. <laughs> Ihr findet uns natürlich bei allen bekannten Plattformen äh, Pixel Shit, der Gaming Podcast, ähm, Apple Podcasts, äh, Google-Podcast gibt es ja mittlerweile nicht mehr. YouTube-Podcast, äh, YouTube-Music, ähm, so war das Ganze. Äh, dieser und so weiter und so fort. Sucht einfach nach Pixel-Shit, der Gaming-Podcast. Spotify natürlich nicht vergessen. Ähm, abonniert uns, ähm, gibt uns gerne einen Daumen nach oben. Beziehungsweise da ist kein Daumen, da ist es ähm, dort, <laughs> äh, ich glaube, Sterne oder so, die man bewerten kann. Also wie bei GTA. Äh, ihr kennt das Spiel. Ähm, da sind die Sterne aber nicht so gut. Da sind die Sterne nicht so gut. Bei uns ähm, sind die ähm, was ganz Besonderes. In, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank, ich bin der Chris. Bis zum nächsten Mal. Adios, Amigos. Ciao, ciao. Danke Und an alle. Tschüss. 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 Tschüss.